Ja, willkommen zum Abschluss des heutigen Tages. Ich weiß nicht, ob wir Jeopardy. Actually, we have one sort of emergency announcement from Frost. Oh, emergency. Hi. Is anyone here who is working for the hosting company Strato? Okay, then events are still down to, I think, 8 o'clock. Oh. Das war Hosting Reliability für 100. Hätten Sie vielleicht doch für 500 nehmen sollen. Ja, wir brauchen Kandidaten für die Runde 1. Ihr könnt hier schon mal versuchen einzulesen, die möglichen Kategorien. In der Zeit möchte ich euch vorstellen, was es Fantastisches zu gewinnen gibt. Wir haben leider, also wir wollten euch eigentlich als Hauptpreis ein Ticket für das Camp versprechen. Jetzt ist das Problem aufgetaucht, die Orga hat sich noch nicht entschieden, ob zum Camp überhaupt Teilnehmer zugelassen werden oder ob wir einen Pre-Fail durchführen. Wir haben daher weder Kosten noch Mühen gescheut und einen Preis beschafft, der mit Geld nicht zu kaufen ist. Ein Ticket für diesen Kongress. Das ist noch nicht gekrimpt, das könnt ihr selber machen. Das heißt, wer will, kann damit morgen so viele Leute reinschleusen, wie er möchte. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch schöne weitere Preise. Zum Beispiel hat das FBI uns diese schönen OpenBSD-Aufkleber geschickt. Das ist also auch, wenn man Administration outsourcen möchte, eine gute Lösung. Da muss man sich nicht mehr selber um sein VPN kümmern. Ansonsten haben wir natürlich vom Föbot, dem wir sehr herzlich danken möchten, schöne Preise bekommen. Zum Beispiel ein T-Shirt der Vau-Holland-Stiftung. Für alle, die sich mit WikiLeaks beschäftigen, sicher eine schöne Sache. Und nachdem man ihnen schon kein Geld mehr über PayPal spenden kann, könnt ihr unten im Shop zumindest noch schöne Dinge kaufen. Ein weiterer schöner Preis von Föbot ist dieser Stempel. Ich widerspreche der Nutzung meiner Daten. Könnt ihr überall schnell auf eure Briefe, wo ihr Daten mit angeben müsst, draufstempeln. Ja, und dann haben wir noch was zum Löten, verschiedene schöne Dinge. Von der, wie hieß die Area? Von der Hardware-Area unten, von genau. Den, da, jetzt habe ich es vor 5 Minuten gelernt. Von den netten Amis, die vielen schönen Bausätze haben. Und die Maker-Bots mitgebracht haben. Zum Beispiel hier kann man sich selber löten, circa 2 Stunden Aufwand. Bitte alle draufschauen. You have been Rickrolled. Ja, also es gibt viele schöne Preise, aber jetzt wollen wir mal anfangen, wie man die bekommt. Als erstes, wir werden 2 Runden mit Kandidaten aus dem Publikum. Wir haben noch ein Ticket, noch ein Kongressticket, das mit Geld nicht zu kaufen ist. Danke an den edlen Spender. Du hättest auf eBay bis zu 500 Euro dafür haben können, das ist dir klar. Allerdings vor 2 Tagen. Quasi wie mit Optionsscheinen, der Totalverlust ist möglich. Ja, wir wollten Kategorien durchgehen. Also wir werden 2 Runden mit Kandidaten aus dem Publikum spielen und eine 3. Runde, weil wir jetzt hier 10 Jahre Hacker Jeopardy machen, mit den ehemaligen Gewinnern aus den letzten Jahren. Fefe, falls er nicht einschläft. Q und Equinox. Mal schauen, ob das klappt. Ja, also, wer möchte sich hier bewerben und kennt sich aus mit Boot, ja, das ist irgendwas mit Systemen, die booten. The Internet is for porn. Das ist nicht für Musical-Liebhaber, sondern für Leute, die das Netz auch dafür benutzen, wofür es gedacht war. Trash, das ist direkt damit verbunden. Da geht es um das Löschen von Dateien. Blinkenlight, ja, das hat mit blinkenden Lichtern zu tun, soll es geben auf verschiedenen Veranstaltungen. Und Emulatoren, da geht es rund um Emulationstechnik. Wer fühlt sich in diesen Themengebieten super fit und möchte hier antreten? Am besten Leute, die vielleicht bisher noch nicht mitgemacht haben. Der allererste, der sich gemeldet hat, ich kenne ihn nicht, das ist gut. Dann hier, wir haben einen Kandidaten.
Ein Kandidat ist nicht genug, wir brauchen noch mindestens zwei mehr oder Kandidatinnen. Kandidatinnen wäre natürlich bevorzugt. Das ist keine Kandidatin, auch wenn er schwul ist. Das ist eine Kandidatin, ich kann es schwer erkennen. Ja, dann auf die Bühne. Das Licht. Das ganze Licht hier. So. Hier. Der kennt doch alle Fragen. Aber nachdem sich sonst hier keiner dann ein bekanntes Gesicht... Der ist auf der linken Seite. Ach, was auf der linken Seite? Wo hat der noch? Waren alle von rechts. Da hat sich aber keiner gemeldet hier. Hast du da hingeschaut? Wir haben hier keine Quotenregelung. 50% linke Seite, 50% rechte Seite oder sowas. Ja, ich denke, da können wir auch gleich loslegen. Such dir einen Platz aus. Nein, ich glaube, du musst den da nehmen, oder? Genau. Such dir einen aus, am besten den. Ja, du kannst jeden Platz nehmen, solange es der ist. Hallo. Ja, das ist heutzutage jetzt wichtig, weil wir diese tollen neuen Lampen haben, die einfach zeigen, was die AK-Technologie ist, nicht nur in der Lage, langweilige Häuser blinken zu lassen, nein, sie kann auch tatsächlich auf Pulten blühende Lichter anmachen. Blöd, dass unten jetzt 4 Pixel fehlen, aber das war es uns wert. Ja, versucht mal euren Namen, der Lila, zu sagen. Übrigens, danke an unsere Bordbedienerin Lila Fisch. Die sich der unglaublichen Aufgabe stellt, mit 6 alter Software klarzukommen. Okay. Ah, cool. Seid ihr schon beim Eingeben von Namen? Nein. Nein, dann fang mal auf deinen Knopf. Genau. K. Und sprich deinen Namen deutlich ins Mikrofon. Kuro. Kuro? Schwarz. Du kannst hier Korrektur. Schwarz. Die Japan-Freaks. Ich bin ziemlich überrascht, dass die Hardware tatsächlich funktioniert. Noch? Divey. Ja, es ist nämlich immer noch unsere 10 Jahre alte Steckbrett-Hardware. Wie wir festgestellt haben beim Starten, es ist keine so gute Idee, auf einem Steckbrett das externe RAM wirklich mit 16 einzelnen Drähten anzuschließen. Es gibt ja heutzutage Controller, wo das alles in einem Chip ist. Das war bei dem 8051, wir haben noch nicht so. So, ja, ich glaube, wir können anfangen. Wir haben natürlich, ich weiß nicht, die Regeln sind nämlich grob bekannt. Wir werden wie immer Wert darauf legen, dass die Antwort in Form einer Frage gestellt wird. Wir haben 2 Double Jeopardies auf dem Brett versteckt. Das heißt, wenn ihr das Recht habt zu wählen, wählt eine Kategorie, die euch gefällt und nicht unbedingt die 100 Punkte. Weil wenn ihr Glück habt, trefft ihr das Double Jeopardy und könnt alleine spielen mit einem Einsatz eurer Wahl, der natürlich das Maximum ist, weil alles andere wird euch das Publikum nicht zulassen. Ja. Willst du die Regeln selber noch mal kurz erklären? Will ich die Regeln noch mal ganz kurz erklären? Nein, ich will die Regeln nicht kurz erklären. Dafür hat leider Fefe zu lange überzogen. Keine Regeln. Oder braucht ihr Regeln? Braucht ihr jemand Regeln? Nein, da braucht keiner Regeln. Ansonsten merkt ihr, wenn ihr was falsch macht. Regeln. Du weißt, was natürlich, wie das Spiel funktioniert? Ja. Gut. Was natürlich für den Start noch fehlt, ist ein völlig unabhängiger Zufallsgenerator. Ich weiß nicht, ist einer im Raum? Sorry, ich bräuchte die Regel mal. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Sorry, Mann. Siehst du? Habt ihr hier gerade die einzige Frau, die sich seit 20 Jahren Hacker Jeopardy getraut hat, auf die Bühne zu kommen, ausgebuht? Shame on you. Also da stelle ich mich auf die Seite der Frau, so viel Zeit muss sein. Also auf diesem Brett tauchen Antworten auf, die zu den Themengebieten passen, die drüber stehen. Und wir erwarten, dass eine Frage gestellt wird, auf die das, was dort steht, als Antwort passt. Das wirst du... Ja, relativ. Ja, müsste ungefähr gehen. Wir werden es auch vorlesen versuchen. Ein bisschen drehen kann man es hier, glaube ich, noch, weil das unfair verteilt ist. Genau, also da kommen Antworten, die zum Themengebiet passen. Man muss eine Frage, die auch mit dem Thema zu tun hat, stellen, wo die Antwort... Eine Antwort ist so viele Punkte, wie man dort hat, kriegt man. Wenn man falsch antwortet, gibt es den Punktabzug. Und die Frage ist offen für wieder alle. Das heißt, wenn einer falsch geantwortet hat, können die anderen durch Buzzern sich die Punkte noch krallen. Okay. Man darf sogar selbst mehrfach buzzern und sich beliebig nach unten in den negativen Punktebereich. Das haben wir ja vor 2 Tagen von Zack gesehen, wie das geht. Ich hatte versprochen, es nicht zu erwähnen, warum ich das jetzt erledigt. Was? Ja. Ich glaube, wir fangen mal mit den 100er Fragen an. Der unfreiwillige, unparteiische Zufallsgenerator entscheidet, dass Ralf mit einer Trash für 100 anfangen muss.
Trash für 100. Trash 100. Ja? Kuro. In Form einer Frage. Okay. In welchem Icon kann man in Windows seinen Müll suchen? Ja. Das ist spontan, ja, völlig richtig gemacht, kann ich nicht erwähnen. Wir würden natürlich schon gerne dazu auch möglichst spezifisch wissen, welches Betriebssystem perfekt geantwortet. Du darfst dir eine neue Kategorie und einen Wert aussuchen. Also es muss nicht von oben herab gearbeitet werden. Dann nehme ich sie Internet is for Porn für 200. Für 200. Aus dem Logo welcher Webseite stammt dieser Ausschnitt? Das ist das Weihnachtslogo. Welche Website ist nicht in Google zu finden, wenn man Porno eingibt? Das trifft auf viele zu. Aber das ist so die größte und bekannteste, oder? Also ich meine. Sprich sie aus! Wir sind nach 22 Uhr, wir können das sagen, ja! Genau. Einer der wenigen Fälle, wo die Sendezeitbeschränkung mal für uns funktioniert. Selbstverständlich. Wir halten uns da streng an den alten Jugendmedienmüllvertrag. Ja, du darfst noch weitermachen, das Board gehört völlig dir. Dann Emulatoren für 300. Für 300. Welche Software ist hier gesucht, die den Softwareteil von Flipper-Automaten emuliert? Das ist übrigens eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir immer sehr gerne Einsendungen für weitere Fragen und Antworten entgegennehmen. Wenn ihr die Fragen nicht so gut findet, sendet bessere ein. Ich wollte gerade schauen, von wem die eingesendet wurde, aber ich glaube, der wollte anonym bleiben. Man kann es fast erraten. Weiß es jemand im Publikum? Oh, ja, gleich drei Leute. Das wissen vier im Publikum, warum wisst ihr das nicht? Warum sitzt ihr nicht hier oben? Ja? Also, bitte eine Antwort. Pinname, das wäre richtig gewesen. Es gibt tolle Föbut-Werbe-irgendwas. Das ist völlig korrekt, das war keine Frage und das war ja auch kein Kandidat. Der Zufallsgenerator entscheidet, dass die, wie sich was aussuchen darf. Dann nehme ich die Internet ist für Porn 100. Wieder. Das wird also noch schwieriger als YouPorn. Ja. Was ist das Playboy-Logo? Richtig. Dankeschön. Und gleich weiter. Machen wir gleich weiter mit 300, bitte. Ein weiteres schönes Bild. Was ist 4chan? Das B-Board von 4chan. Es ist ja. Was ist das B-Board von 4chan? Also ich meine. Ja, ja, also. Ja. Was ist 4chan? Ist grob richtig, aber natürlich nicht, das ist aber natürlich nicht 4chan, das ist das Logo von 4chan. Ja, aber wir lassen es gelten. Danke. Ein strenges Publikum, also passt auf beim Formulieren, wir wollen hier Fragen, wie du die Antwort hast. Okay, dann bitte Trash 200. Trash 200, was kann schwerer sein als Windows? Hall. Wie heißt der Recycler von TOS? GEM? Ja. Sehr gut. Damit hast du dann erfolgreich deine ersten Punkte erspielt. Ja, bleiben wir dabei. Ach, Trash 400. Trash 400. Er überspringt die 300 mutig. Wie heißt der Recycler vom Amiga? Ja! Du scheinst in deinem Element zu sein. Ja, ich nehme mal Boot 300. Du löscht viel, oder? Gut, also jetzt Audio, das ist eine Hinhörkategorie. Das war kurz. Haben wir den Sound denn angeschlossen? Groß R.
Wie ist der Endsound von Windows 98? Der Endsound? Nein. Also, spiel noch mal ab hier. Bitte? Wer? Mach noch mal groß R. Ja, sorry, der war länger gezogen eigentlich. Ne? Wie ist der Windows-Sound, wenn etwas gelingt? Den hört man nicht so oft. Wenn etwas gelingt, aber welches Windows? Ja, du hast Ops gemacht, oder was? Das Windows XP ist das. Mach ich gleich. Also, welches Windows? Was gelingt, ist das Booten. Ich meine, es steht schon in der Kategorie. Aber welche Windows-Version? Ich rate 95. Das war eins zu spät. Ah, 3.11. Ja, aber es war trotzdem zuerst falsch. Geben wir es einmal falsch und einmal richtig, oder? Dann haben wir ungefähr ein Null zumindest. Ja. Wie ist der Bootstrap von Windows 3.1? Der Nachsagen. Nachsagen gilt nicht, glaube ich. Ja, ja, genau. Wir machen das jetzt einfach manuell. Löst das mal Sack hier. Ja. Unsere Banner funktionieren immer, da müssen wir nichts testen. Also das Audio vom Laptop bitte laut lassen hier. Ja, das ist genau das, was wir wollten. Geht's weiter? Er hat einmal falsch und einmal richtig geantwortet. Und dann steht einmal Minus und einmal Plus. Q, wenn du so anfängst, kannst du es mit der letzten Runde vergessen, sage ich dir. Aber okay, wir sind nicht hier, um das Programm zu erklären, genau, sondern um weiterzumachen. Die darf weitermachen. Bitte Boot 200. Na dann. Ubuntu Startsound. Wie klingt der Ubuntu Startsound? Frage! Hätte eine Frage sein müssen. Ach, ja, wie klingt der Ubuntu Startsound? Da sind wir bei einer Anfängerin mal noch nicht so. Du darfst gleich weitermachen. Ich dachte, das ist Sack nicht so forsch. Versuchen wir mal Emulatoren 100. Die Emulatoren für 100. Ja. Wie nennt man MAME? Wie nennt man MAME? Oder was bereitet MAME? Ja, was bereitet MAME? Was tut MAME, genau, ja. Sehr gut. Das ist in Ordnung. Dafür darfst du gleich weitermachen. Ja, machen wir doch mal Emulatoren 400. Gehen wir ran. 400. Ja. N64 Emu. Nein. Ah, wie heißt N64? Nein, das war nicht der erste, der kommerzielle ROMs abspielen konnte. Ich hab den gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Also ihr könnt gerne alle eure Chance nutzen und nochmal buzzern. Nochmal buzzern, wenn ihr... Ja, wenn es wüsste, will ich ja halt schon nichts gemacht. Jetzt traut sich keiner mehr. Was glaubt das Publikum, was der erste war? Ultra HLE, richtig, auch ein schöner Fürbot. Werbespam. Ultra HLE, oh Mann. Ultra HLE. Ja, dann... Dann muss der Zufall für mich entscheiden. Danke. Wer weitermacht, der Zuschauer entscheidet, dass Kuro weitermachen darf. Tja, dann nehmen wir mal Boot 100. Boot 100. Ja. Was ist Minus 98? Was denn? Die sind alle sehr ähnlich, muss man natürlich zugeben. Ja, vor allem ist es nicht Windows. Kannst du das nochmal kurz abspielen, bitte? Der Boot-Sound. Ja, ja, aber... Ihr wollt heute noch länger da sein, oder? Ich habe keine Ahnung.
Also so viel Auswahl gibt es ja jetzt auch nicht also mehr. Also Windows ja war schon mal richtig. So viel können wir, glaube ich, verraten. Aber wir benutzen halt kein Windows. Ich meine. Kriege ich doppelt Punkte abgezogen? Du kriegst doppelt Punkte abgezogen. Wenn du noch zweites Mal falsch bist, kannst kriegst du auch viele... nochmal Punkte abgezogen. Ja, klar. Aber wenn du richtig liegst, kannst du deinen Fehler quasi wieder gut machen. Nein? Was ist Windows XP? Es genau. ist nicht Windows XP, aber es ist... Der Startsound von Windows XP. Ah. Oder was? Nein. Ich würde sagen, er ist genau außen rum gesprungen. Oder? Was glaubt denn das Publikum, was es war? Richtig. Windows 2000, ja. Okay. Elementares Hacker-Grundwissen. Yay. Ich glaube, wir machen das zu. Ich glaube, ich entscheide, dass Divi weitermacht und nicht mit Boot-Sounds. Okay. Ich bleibe bei dem, was ich weiß. Die Internet ist für Porn 400. Oh. Yay. Jetzt wie musst viele? Du entscheiden, wie gut du dich da wirklich auskennst. Du kannst alles setzen von nichts bis 800. Wie viele Punkte habe ich denn momentan? Du hast minus 200. Dann setze ich 400. Das. Du musst doch den Namen einstellen. Also ich würde sagen, das Publikum will, dass du 800 setzt, du willst 400, wir setzen 600. Na gut. Was ist das Logo des 2703? Ganz richtig, wo kriegst du sonst deinen Porn her? Was? Das? Hättest du mal 800 gesetzt? Wer hätte denn eigentlich 100 setzen lassen? Machen wir doch gleich weiter, dann haben wir die Kategorie hinter uns. Dann sind wir durch. Oh. Jetzt nur keine falsche Scham. Ich würde es auch nicht zugeben. Also wir haben das natürlich nur gegoogelt. Also es sieht aus wie das der BSD-Teufel. Ich denke, der stand da Vorbild, ja. Weiß das jemand im Publikum und ist mutig genug, es zuzugeben? Was haben wir? Richtig, das Logo von King.com. Bitte alle Kameras auf den. Schön, dass sich da gerade mein Freund meldet. Ich glaube, dann wählt der Zufall Kuro aus und sie darf nicht Bootsaus nehmen. Ah, kein Porno mehr. Okay, dann, ja, Blinking Lights 100. Blinking Lights, das hatten wir noch gar nicht. Ja? Oh. Haus des Le- wo, also, was, welches Gebäude ist neben dem BCC? Ja! Das ist grob richtig und sie wollte ja auch schon Haus des Lehrers ansetzen. Ja. Lassen wir so durchgehen. Ja, du darfst weitermachen mit 200 oder mit einer anderen Kategorie oder das zweite Double Jeopardy finden. Tja, Emulation 200. Die Emulatoren für 200. Oh ja. Die Frage gibt einen kleinen Hinweis darauf, was da emuliert wird. Einen ganz kleinen. Ah, wie heißt der Amiga-Emulator? Emuliert auch den Mülleimer, den wir schon hatten? Ich hab keine Ahnung. Ja doch, ich hab den Namen von dem Scheiß vergessen. Dann formulier's um. Ich weiß nicht mal im Fernsehen, wie das Teil heißt.
Ich weiß, dass es in Repositories von Ubuntu drin ist, aber das war's dann auch. Die Kandidaten beraten sich schon gegenseitig, das ist neu. Wir brauchen nächstes Mal so Trennschutzwände wie bei der Wahl. Ja, weiß das das Publikum? Da, UAE, genau. Der Amiga-Emulator. UAE, was ist das denn? Genau. Hättest du doch wissen müssen, der sogar die Trashcan vom Amiga erkennt, also bitte. Ich bin kein Amiga-Mensch. Ja, ich würde sagen, Ralf darf weitermachen. Der hat so lange nichts gemacht. Ja, wenn wir bei Trash sind, Trash 500. Der 500 Trash. Der Trash für 500. Für 500 haben wir uns einen besonders schicken Mülleimer ausgesucht. Ist das der Mülleimer vom Archimedes? Das ist tatsächlich eine Frage, aber ist leider nicht richtig. Ich glaube, den Archimedes hat ihn sogar rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, den kennt keiner. Was ist das denn? Wer ist dran? Ich? Das ist, jeder darf drücken. Nein, das Publikum nicht. Das Publikum darf nicht drücken. Tut mir leid, ihr dürft nicht drücken. Nee, ich weiß es nicht. Aber ihr dürft raten. Was? BIOS? BIOS? Nein. Amiga auch nicht. Ich sehe schon, das war wohl deutlich zu schwierig. Nein. Ich habe es überraschend, ich habe noch überhaupt nicht das Richtige gehört. So viel durcheinander? Das anders aus. Kann man noch so rein? Heiteres Raten, wenn ihr weiter Betriebssysteme aufzählt, ist es vielleicht irgendwann dabei? Nee, das kennt schon keiner mehr. Richtig, CDE! Ja. Sun CDE. Der Urvater dieser ganzen üblen, schlimmen Desktop. Was war das jetzt? CDE. Ja. CDE. Wir machen weiter mit Kuo. Mach doch weiter. Naja, okay. Blinkenlights 300. Blinkenlights für 300. Oh. Wie viel? Wie viel geht denn maximal? Doppelt so viel, wie die Frage wert ist. Ja, okay. Da reicht uns auch die sehr abstrakte Antwort. Ist gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Einfach so ein hippes, modernes Datenformat. Weil Blinkenlights auch ein hippes, modernes Projekt ist. Zu viel hinten wäre unfair bei Double Jeopardy. Rate doch einfach ein bloatiges, aktuelles, hippes Format. Sorry, keine Ahnung. Dann ist die Frage frei für die anderen beiden Kandidaten. Ist das ein ASCII-Format? Also ein bisschen genauer würden wir schon Teil gerne haben. ASCII ist bloated. Nein, die abstrakte Antwort ist ja nicht das Encoding. Encoded. In also ASCII-Zeichen. Ein ASCII-Format. ASCII ist außerdem kein bloatiges Format, sorry. Genau. ASM? Das traut mich keiner. Ist das ein XML-Format, wenn er jetzt schon so fragt? Das war nicht einfach AML? Das hat irgendwie immer noch keiner gedrückt. Ist es ein XML-Format, wenn das schon ASCII ist? Ja. Also, es ist eine Frage, wie Sie bisher durch als einmal hatten, die nicht so richtig, wo die Antwort nicht so richtig passt. Aber in hier der wird ersten favorisiert. Runde sind Sie dann noch nicht so. Ist, was? Hier wird favorisiert, habe ich das Gefühl. Also hier vom Müll habe ich von der meisten Ahnung. Ich will Trash 300. Ich würde sagen, es ist noch relativ hier ausgeglichen dafür, dass ihr euch alle gegenseitig wieder runterzieht. Also genau genommen ist es BLM. Das genau, wir hätten das Blinkenleitformat, das BML, oder? Nicht BLM. Das BML genommen, aber XML ist eben die abstrakte Antwort, die wir auch gelten lassen. Aber XML ist auch ein ASCII-Format, muss ich mal so ganz umrufen. Ja, aber... Es ist nicht irgendwie binär encoded oder so.
Ja, das ist schon wahr, aber es fällt jetzt nicht unter Bloating. Jetzt wird hier nicht diskutiert, es wird hier weitergemacht. Und wenn du dich so benachteiligt fühlst, darfst du dir auch weiter aussuchen, wo es weitergeht. Ja, ich nehme Trash 300, da habe ich wohl am meisten Ahnung von. Den Trash für 300, da ist ja so viel nicht mehr übrig. Haha. Ist ein bisschen arg vergrößert, gebe ich zu. Ich glaube, das wurde heute auch schon mal geraten bei irgendwas anderem. Wenn ich jetzt verrate, dass er dafür auch programmiert hat, dann hilft es auch keinem weiter, das oder? Weiß auch keiner mehr. In meiner Jugend vor langer, langer Zeit. Nein, noch länger. Aber das System wurde heute schon, wo wurde es denn genannt? Ja, stimmt, beim wilden US-Raten wurde es schon genannt. Keine große Kunst. Ja. Oh, oh, oh. Success. Wie habt ihr das denn geschafft? Ja, also GOS hätten wir gesucht, vom C64. Ah, oh, GOS. Hm. Möglich, dass wir jetzt die Lampen verloren haben. Wir haben die Lampen verloren, also ich sehe sie noch. Wir werden es gleich merken. Kuro, such dir doch was aus, wo du weitermachst. Ach ja, Blink Light 200. Da droht immerhin kein Double Jeopardy mehr. Ein Blinkenlight-inspiriertes Haus, Projekt. Ein Blinkenlight-inspiriertes Haus wäre doch auch mal eine Idee. Mit RGB, also quasi das erste Blinkenlights in bunt. Was könnte es sein? Das, was aus deinem Kicker steht. Komm mal näher. Irgendwas. Er hat schon begriffen, aber du musst ein bisschen rübergehen, er ist kurzsichtig. Irgendwas mit Farben. Ist das All Colors Are Beautiful in München? Er hat gefragt, ist es? Ja, das war die Frage. Da passt die Antwort jetzt nicht. Bei was ist... Oder was ist All Colors Are Beautiful in München? Hast du das jetzt falsch gewertet, Lina? Ja. Ach, das ist gemein. Kuro. Ach, die Dinge nicht, da funktioniert nicht. Ist das erste München... Versuch dich an einer Frage, wo das als Antwort passt. Fang nochmal von vorne an, ganz ruhig überlegt und stell jetzt eine Frage. Ist das erste Blinken Lights inspirierte Projekt das All Colors is Beautiful House? Wie auch immer. Ich glaube, ich gebe auf. Ich sehe schon, nächstes Jahr machen wir eine reine Fragenshow. Das ja, genau. Sack, geht aber und editiert das irgendwie. Was ist All Colors Are Beautiful in München? Ja! Ja, wollen wir das jetzt so zählen? Was haben wir denn angerichtet? Was heißt denn das D, dass wir es nicht gewertet haben? Das war die 200. Ach, die Damen, wir sind da drüber. Minus wir sind bei der 200. Das ist doch in Ordnung so, oder? Irgendwie nicht. Ja, aber Kuro darf weitermachen. Juhu. Ja, Boot 400. 400. Der Link war da. Boot. Gut für 400. Was ist der Startpunkt von macOS? Welche Version? macOS X. Nein. Keiner? Wollte es trotzdem... Sag doch nicht so unfair jetzt. Quasi eine 50-50-Chance. Was ist das? Der Startpunkt von macOS. Ja, genau, aber du hast gesagt 10. Ja, leider. Das ist falsch. Was ist der Startsong von macOS 9? Mutige Antwort, richtig. Das ist kein Betriebssystem? Es
sorry, was? Na, nehmen wir Boot 500, sind wir mutig. Die Kritik kommt hier ein bisschen durcheinander an. Hm. Aber nicht von Rechnern, auf denen OS 10 läuft. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Spitzfindigkeiten. Ach nee. Was machen wir jetzt? Was anderes. Du siehst so hilflos aus, Ray. Wir müssten natürlich einfach alles als falsch werten, weil es ja gar nicht vom OS ist. Ich würde auch. Was haben wir denn da angerichtet? Wir haben. Ich würde aber beides abziehen, genau. Das kommt davon, wenn man den eingesendeten Kategorien traut. Der Notar ist leider schon heimgegangen. Der hat gesagt, wenn er bei der Fnordschau da bleibt, überlebt das nicht. What? Ja, Akuro macht doch einfach weiter, es ist ja nicht mehr so viel Auswahl. Ja, Blinken Lights 500. Aber irgendwie ist das Kunstevent hieß, oder könnte heißen. Also das war dieses Beleuchten der Nationalbibliothek in Paris. Das erste Mal mit Graustufen und das fand im Rahmen so eines Kunstabends statt, in dem alle möglichen Kunstprojekte liefen. War das das, wo die fünfte Zeile kaputt war? Das in Paris. Ich glaube, irgendein Pixel, das wird dunkler oder sowas, ja. Aber es war zum ersten Mal mit Graustufen, das ist ja schon ein Fortschritt gewesen. Der Event in Toronto hieß genauso. Ach so. Hilft doch, oder? Also. Ja, ist super. Wer weiß es hier? Die Nuit Blanche, richtig, die weiße Nacht der Kunst. Ja, dann, wir haben noch drei zur Auswahl. Kuro, mach ruhig. Ja, bin ich jetzt hier Nummerngirl oder was? Also blinken. Blinken Lights 400, dann das haben wir es jedes uns. Mal von Zufall entschieden. Debian-Zufall. Eine Blinkenleitinstallation auf zwei sich zugewandten Gebäuden. Wir haben gesagt, uns reicht der Name oder der Ort der Stadt, wenn die Frage irgendwie passt. Ich denke, es war die letzte Blinkenleitinstallation, die stattgefunden hat. Die letzte vor dem Haus, vor dem Acker. Die Stadt wurde schon genannt, ja. Ivi. Toronto? Was ist Toronto? So nah dran und dann. Aber also gar keine Frage können wir echt nicht geben. Was fand in Toronto statt? Ja, richtig. Genau. Eine Blinkenleitinstallation. Okay. Was haben wir da angerichtet? Die waren doch mal alle im Plus. Ich glaube, das ist neu, das hatten wir auch noch. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal einfach die Emulatoren für 500, das ist ja eh kein Double Jeopardy mehr da. Das ist so gemein. Dann wähl doch eine neue Kategorie. Ja, Emulatoren 500 vielleicht. Habe ich nicht vorher gesagt? Also nachdem ihr schon die 200, 300 und 400 nicht hattet, glaube ich auch, dass keiner von euch weiß, welcher Emulator zwei Sandalen als Limo hat. Aber verblüfft mich. Überrascht mich. Schon mal Handzeichen, wer im Publikum Nein, kennt Jesus das? Ist nicht richtig. Weiß das hier irgendjemand? So schon mal handzeichenmäßig? Sehr gut. Ah, ein bekanntes Projekt. Das heißt aber, dass der Einsender offensichtlich heute nicht hier ist. Ziemlich feige, muss ich sagen. So ein Zeug einschicken und dann nicht auftauchen. Es war. Ray? Ich erleuchte uns. Ich wollte noch einen Tipp geben. Es war ein Dreamcast-Emulator. Hab ich gesagt. Hast du gesagt? Ja, das Internet war schlau. Das Internet war schlau. Das heißt, es ist zumindest schon mal korrekt. Das ist ja nicht schlecht. Nee.
keine Ahnung. Ja, Chancast hieß der. Gut, ja. Und dann brauchen wir jetzt wohl keinen Zufall mehr, um zu entscheiden, dass wir die letzte Frage spielen. Mit der einer von euch die unglaubliche Chance hat, in den positiven Punktebereich vorzudringen. Hey! Und ich würde sagen... Was ist der Startsong von der Xbox 360? Ja! 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 Ich liebe Microsoft! Dafür möchte ich mich langsam von dir distanzieren. Ja, also, Microsoft! Da würde ich sagen, die beiden echten Sieger sind die, die das nicht wussten. Deine Dienen! Danke dennoch allen Kandidaten. Es gibt schöne Trostpreissticker vom Föbut. Und du bleib bitte fürs Finale dann da. Echt? Ja, tatsächlich. Wo es dann die schwierigen Fragen gibt. Ja. Und für euch hier, das Schlimme an Zensur ist, ne, darf ich nicht sagen. Auch schöne Buttons. Ja, und du kriegst dann ja im Finale was. Wenn ich, du kriegst schon mal den FBI-Sticker, ja. Hat Spaß gemacht. Ihr dürft gehen, ja. Er kriegt hier schon mal den FBI-Aufkleber für sein Notebook, falls er nach ein Sicherheitsloch nachrichten möchte. Und wir kriegen bitte mal... Oh ja. Halt. Hugo, wir haben hier noch ein bisschen Trostpreis. Nachdem in diesem Spiel offensichtlich inzwischen das Publikum schlauer ist als die Kandidaten, hat Ralf schon Aufkleber gekriegt? Wurde beschlossen, dass das Publikum für richtige Antworten auch ein paar... sinnvollere Preise bekommt, nämlich Aufkleber von diesem Kongress. Hast du gerade Föbut-Werbung als nicht sinnvoll deklariert? Die einzige Auflage ist, sie bitte nicht innerhalb dieses Gebäudes zu verkleben. Aber es gibt ja den Mediamarkt, den Saturn, den McDonald's. Und viele andere Orte, wo man sie bitte auch nicht hinkleben sollte. Ja, Zack, hol mal die Kandidaten, die Kategorien. Dass wir hier weiter... Ach, wir wollen die Lampen wieder anschalten? Ja, mehr Lampenwagen. Und wir kriegen neue Kategorien. Also ihr habt gesehen, es ist alles ganz einfach. Niemand macht sich über euch lustig. Und es besteht auch überhaupt keine Gefahr, sich zu blamieren. Nein, 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 wir nehmen keine Meldungen an, bevor wir überhaupt erklärt haben, worum es geht. Wir wollen schließlich Experten für diese Gebiete haben. Memes, da geht es um so Schwachsinn, den die Jugend im Internet toll findet. Worum ging es denn bei Titelsack? bei Titel, ich weiß, worum es bei Titel geht. Bei Titel nein, geht sag nichts. Warum sage ich nichts? Ich finde, das ist eine gute Überraschungskategorie. Überraschungskategorie? Ja gut, also bei Titel seht ihr Bilder und wir erwarten Fragen, die zu diesen Bildern passen. Es ist nicht sehr viel auf den Bildern zu sehen. Bei Geek TV, das richtet sich an Leute, die komische Fernsehsendungen schauen. Wobei Fernsehen kann man das nicht nennen, die Sendungen, die anderswo im Fernsehen laufen, im Internet schauen. Jetzt kommt deine tolle Erfindung. Meine tolle Erfindung, OCA, Online Chat Acronyms. Damit wir nicht immer Three-Letter-Acronyms haben, haben die auch mehr als Three. Abkürzungen, die oft in Online-Konversationen, also die primär in Online-Konversationen gefunden werden. Und Speichermedien, eine total tolle Kategorie, bei der man, glaube ich, von der Kapazität auf ein Medium oder umgekehrt schließen muss. So, es melden sich immer noch die gleichen. Nur weil aber, dir keine mehr eingefallen ist, ist meine Kategorie noch lange nicht schlecht. Ist das deine? Oh, das tut mir leid, ich wollte sie nicht bashen. Wir haben jetzt natürlich nur noch diese Hälfte hier. Ja, ich würde mal, also wir waren vorher so rechts. Wir haben hier den weißen und den schwarzen Check. Wer von beiden möchte, dann macht das unter euch aus. Eine Frau. Ja, hier. Ja, ja, dann sag doch was. Wir brauchen noch einen Kandidaten. Wir brauchen noch eine Frau, damit sie nicht so alleine ist wie die letzte. Das war gemein. Ja eben, drum meine ich, eine weitere, ja, das ist sonst gemein. Was ist denn mit dem Herrn da ganz hinten? Der Herr da ganz hinten?
Und der hüpft hier. Ja, stimmt, der ist Terrorist. Der darf natürlich. Ja, wenn der Terrorist ist, darf er vor. Ja, der Terrorist. Ich bin Jockey. Warum ist der Terrorist? Nur weil du ein langhaariger, phänotypischer... Kriegt ihr das selber hin oder hau mal auf deinen Knopf? Haben wir jetzt vier Leinen? Sprich deinen Namen deutlich ins Mikrofon. Ich bin Jockey. Ah, der Terrorist ist da. Ein echter Terrorist. Genau. Herr de Maizière, schauen Sie hin. Ich bin Carina. Zwei. Zwei M. Also ihr zwei da hinten könnt, glaube ich, auch in die Tischmikros sprechen, wenn ihr nicht unbedingt ein Mikro in der Hand halten wollt. Zieht es ein bisschen zu euch her. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, ein wenig Zufall. Wenn der Zufall wieder reingeswappt ist. Der Zufall. Der Zufall wählt 4? Leutz, der ist aber alt. Wer ist denn 2M? Der Terrorist heißt 2M? Der Terrorist heißt 2M. Der Zufall lässt sich von Zahlen völlig aus dem Konzept bringen und wählt 2M. Gut, ich nehme dann Geek TV für 200, bitte. Geek TV für 200 direkt. Eine Frage, wo das als Antwort passt. Wir haben extra Jim mit reingenommen. Wer ist der Creator von Big Bang Theory? Der Creator? Ich glaube, die Stimmung im Publikum... Was ist denn ein Creator in deiner Meinung nach? Der sich das Ganze ausgedacht hat. Also der so eine Art Headwriter, aber der nicht nur schreibt, sondern die ganze Idee entwickelt hat, wäre für mich der Creator. Würde ich sagen, ist falsch, auch wenn ich dieses Zusatz-Knowledge überhaupt nicht... Nein, ich denke nicht, dass er das auch gemacht hat. Man weiß nicht, was Leute in ihrer Freizeit nebenher noch so alles machen. Ne? Also ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ich habe einfach nur geraten. Wenn ihr sagt, das ist falsch, kann es sehr gut sein, dass es falsch ist. Lass es mich so formulieren, der Einschlag war ziemlich nah, aber nicht nah genug. Gut, dann... Ich habe gar keine Fernseher. Ja, das gibt's auch. Ich glaube, 90% der Leute, die das hier gesehen haben, haben das auch nicht im Fernseher gesehen. Nee, das kann man auch mit neuartigen Rundfunkgeräten empfangen. Also Telefon. Niemand? Dann würde ich das gerne... Das Publikum für ein paar tolle Aufkleber. Richtig, wer spielt Sheldon in The Big Bang Theory? Das wüssten so die meisten irgendwie. Die hinteren Reihen sind ein bisschen benachteiligt, das machen wir nachher irgendwie. Ja, wir müssen schon wieder den Zufall bemühen, auch der arme Zufall. Carina, such dir was aus, triff ein Double Jeopardy und werde reich. Geek TV für 100. Bei 100 sind nie Double Jeopardys. Oh. 2M. Wer spielt Kirk in der ersten Enterprise-Series? Oh, ja, richtig. Ein Profi. Die letzte Runde hat euch ziemlich geschafft, dass ihr dafür so klatscht, oder? Ich nehme Speichermedien für 300, bitte. Ein Speichermedien für 300. Wie viel Kapazität hatten CD-ROMs, als sie herauskamen? Richtig! Was ist? Diese Präzision an Frage wünschen wir uns. Du darfst weitermachen. Ich hätte gerne Titel für 200. Wobei es damals noch nicht MIP hieß, oder? Oh ja. Viel Spaß. Wie sehen die Titelleisten bei macOS 9 aus? Ja! Sehr gut! Ein voller Treffer! Ich nehme dann mal Online-Chat für 400. Online-Chat. OCA für 400.
Was ist die Online-Abkürzung für Mother I Like to Fuck? Haben wir wieder Glück, dass gleich wir nach 22 weiter. Uhr Ich hätte gerne Speichermedien für 200. Die 200 Speichermedien. Welche Kapazität haben einseitige DVDs? Richtig. Sehr gut. Ich hätte jetzt zwar erwartet, dass du sagst, normal große einseitige DVDs. 12 cm Durchmesser, ja. Es gibt also, ja auch die Kleinformate. Ich hätte erwartet... Ich hätte gerne Titel für 100. Schrei hier. Die Titel für 400. Ja? Wie sehen die Titelleisten in einer Bonbonfabrik aus? Ja! Ganz ja. Genau richtig. Du darfst weitermachen. Ja, ich glaube, das kann ich. Ich nehme dann Titel 400. der kann das. Ja, dann gehe ich mal all in. Alles. Alles. Ich kenne das. Du kennst das. Das ist schon mal nicht schlecht. Er kennt das. Du kennst das. Nein, wir haben ja noch offene Frage und ja, so. Da ist ja noch. Die melden sich so brav. Da muss ich einfach mal ein fragen. Mitleidsaufkleber verschenken. Wir glauben einfach, dass er es weiß, ja. Aber jetzt du. Zurück zu dir. Nix sagen ist so gut wie falsch, richtig? Was? Nix sagen ist so gut wie falsch. Nix sagen ist so gut wie falsch. Ja, dann. Nein. Du. Nein, die Antwort war ja. Streng werden wir erst bei dir. Also. Wie sehen die Titelleisten beim FVWM 2 aus? Ich glaube. Wobei die sind ganz. Doch, das Icon ist völlig anders. Den kann man bestimmt auch so konfigurieren. Dann, wir lassen viel durchgehen, aber das Da nicht. Hättest du aber fragen müssen, wie schauen die Titelleisten bei FVWM 2 aus, wenn man sie so konfiguriert, dass sie aussehen wie bei... Ja, also, dass sie aussehen wie bei... Was, BMW? Bill Gates hat gesagt, das wird das System der Zukunft. Ich habe ein Buch mit einem Vorwort von Bill Gates, da steht drin, schön, dass Sie dieses Buch gekauft haben, Sie entwickeln für das System der Zukunft. Ja, OS2, es war schon im Publikum. OS2 Warp, konkret genau gesagt, und die Version 3. Ich versuche mal ein bisschen weiter. Doch, da! Der Zufall entscheidet, dass Carina weitermachen darf. Ja, gut im Mittelfeld. Chat-Abkürzung für 200. Jocki. Also meine Hand hat gedrückt. Eine Frage. Deine Hand hat gedrückt. Fuck, nee, ich passe. Was, du passt? Ja. Ja. Was ist die Abkürzung für Let me Google that for you? Richtig. Ja. Zack hat auch schon beim Airbus A380 mitgearbeitet. Ja, du darfst weitermachen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Dann nehme ich das für 300. Für 300 die Abkürzungen. Jocki! Was ist die Abkürzung für ein Online-Video, das man lieber nicht gesehen haben möchte? Ganz genau! Also, I will not Google that for you und ich empfehle es auch nicht.
Ich sage nur, what has been seen cannot be unseen. Jocki darf weiter googeln, machen. Ich breche dann mal die Memes an für 100. Die Memes werden angebrochen bei der 100. Volume? Kriegen wir mehr Lautstärke, bitte? Ich sehe schon. Ich hab's schon geschrien gehört. Nein, nicht umabspielen. Pudi Pudi, ein tolles Werbevideo aus Japan, das aus irgendeinem Grund Leute lustig finden. Völlig unfair. Ein guter Start in die Kategorie. Ich würde sagen, Jocki darf weitermachen. Such dir was Neues aus. Irgendwann muss es klappen, dann 200. Die 200. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht vorher gesagt hätten, dass hier Memes sind. Sind das jetzt Memes aus einem anderen Internet? Naja! Ja! Oh, das hatten wir nicht gesagt, das sind die IPv4-Memes. Ich weiß nicht, das benutzen natürlich hier nicht mehr viele, das ist klar. Ich glaube, du verwechselst da was. Und natürlich auch nur, wenn man Bilder beim Surfen anhat. Das haben ja manche Browser jetzt schon. Okay. Das ist der Bachelor Frog. Ich probiere das nochmal hier. Nein, ich probiere das nicht nochmal. Ich werfe jetzt extra hinten hin. Mach du mal weiter, Sek. Ja, dann. Der Zufall sagt, dass Carina weitermachen darf. Carina, gib uns eine Kategorie und eine Frage. Geek TV für 300. Ach, noch weiter hinten. Geek TV. Wer spielt den Jean-Luc Picard in Star Trek TNG? Ach. Ja. Dann darfst du auch gleich. Ja, dann nehme ich. Ich nehme dann Titel 300. Noch ein Titel. Ja. Wie sieht eine Titelleiste bei Ubuntu aus? Ja. Muss ich auch noch das Release sagen? Okay, wie sieht eine Ubuntu-farbene GTK2-Titelleiste aus? Ja, das reicht wollen das? Wir mal so durchgehen. Hat er gerade Ubuntu-Farben gesagt? Ja. Braun ist Ubuntu, das weiß jeder. Das ist Ubuntu-Farben, das ist schön. Ja. Da darf er weitermachen. Danke. Könnt ihr demnächst im Geschäft... Ich hätte gern Speichermedien für 500. Ja. Manchmal wird auch großzügig gesagt, es wären 160 Kilobyte. Gut, ich glaube, das ist auch ohne Überformatieren auf Spur 40, 41, oder? Ja, natürlich. Das sind nur die 35 Spuren. Genau, das ist... Ja. Also mit nur 35 formatierten 640 Spuren. Blocks. Jeder Block hat 254 Byte Userdaten. Ich habe mir schon gedacht, dass das keiner weiß. Ja. Die Leute sind halt nicht so alt wie du, Sek. Tut mir leid. Nächstes Mal lege ich mir jetzt auf so einen Rauschebart noch. Will er noch drücken? Ah. Wie viele Daten passen auf eine Seite einer C64-Diskette? Ja, richtig. Sehr gut. Da darfst du gleich weitermachen. Ja, dann nehme ich mal die Chat-Akronyme für 500. Chat-Akronyme für 500. Jocki war schneller. Was ist die Online-Abkürzung für Paris Hilton? Für was? Für Best Friend Forever. Ja. Ja. Da muss man die Hand natürlich schon am Buzzer bereithalten, wenn da Antworten kommen, die man weiß. Und weiter geht's mit Memes 500. Das Memes 500.
Ein Raunen geht durch die Menge. Gleichzeitig auch das Maskottchen einer Webseite. Ja, genau. Eine Webseite, die sogar mal durch die Nachrichten ging. Da kann man nur sagen Lauermeer. Oder Lauertmeer. Die Nein. Also das lauernde Publikum sagt? Heinrich, genau. Sehr gut. Das inoffizielle Krautschan-Logo oder Maskottchen. War im anderen Internet, ja, tut mir leid. Oh, das ist nämlich in Deutschland gesperrt inzwischen, oder? Ja, ich glaube, weitermachen darf Carina. Probieren wir es mit Memes für 300. Memes für 300. Das ist wieder von dem anderen Internet. Jocki darf selber antworten. Wie sieht das Trololo-Video aus? Ja. Sehr gut. Wir wollten eigentlich, also wir hätten von dir zumindest die Frame-Nummer erwartet, aber bei ihm lassen wir es durchgehen. Du darfst weitermachen. Dann nehmen wir doch mal... Die Double Jeopardies müssten noch irgendwo sein. Oder mindestens dann machen wir doch mal die Memes fertig. Die Memes fertig? Die Memes fertig. Also das ist wahrscheinlich kein sehr gutes Exemplar. Also ich finde, er sieht schon... Also er sieht auf jeden Fall... Also der eine Punkt ist erfüllt, er ist traurig. Er sieht sehr traurig aus. Sehr traurig. Oh. Die andere Ähnlichkeit kann ich jetzt nicht so sehen, aber... Mehr traurig als das andere, ja. Richtig, was ist Angela Merkel? Ganz richtig, Martel, dafür kriegst du einen Aufkleber. Ein ganz beliebtes Wenn du so Meme. Weitermachst, der trinkt sie noch am Schluss. Ja, ja. In Aufklebern. Sad Merkel, nein, was war's? Sad Keanu. Ich wollte das Publikum fragen. Sad Kino, ja. Ja. Ja, ein traurig schauender Kino-Reef, den Leute gerne mal nachimitieren. Wir, glaube ich, machen weiter mit 2M, unserem Terroristen. Ja, tut mir leid. Ich nehme Geek TV für 400. Oh. Musst drücken, oder? Wer spielt Moss in The IT Crowd? Und wie viel willst du setzen? Ja, alles. Ja. Wie viel hat er denn jetzt gesetzt gehabt? Zach? Alles. Alles gewinnt. Alles. Ja gut. Welche Frage war das? 400. Du hast vergessen, den Namen einzustellen. Ah. Ich finde, das kann man so lassen. Das kann man bestimmt irgendwo im Quellcode noch fixen. Ah. Jetzt müsst ihr euch aber ranhalten. Dann mache ich weiter mit Speichermedien 100, bitte. Buzzer, Hände bereit? Ja. Das wird schwierig. Auf die Plätze, fertig. Puff. Welche Kapazität hat eine Floppy Disk? Ein bisschen genauer. Welche Kapazität hat... Let me complete that for you. Eine 3,5 Zoll HD-Diskette. Das war eine Frage. Welche? Ich hab das vollendet. Welche Kapazität hat eine 3,5 Zoll Floppy Double Density Diskette? Ja! HD, nicht DD. Ich hab DD gesagt. Double Density ist richtig. Achso, nein, Double. Ja, Double ist ja falsch. Ist ja High Density. Wir machen hier zu. Ja, nein, ich weiß.
Ja, ist falsch. Er hat Double Density gesagt. Haben wir doch auch falsch, oder? Was war das 100? Gehst du nochmal Double Density ist nur 720. Oh. Ja. Ja, gut. Ja, einer von euch kann auch drücken, Leute. Und was bei dir war, keine Frage. Stopp. Ah, ja, fuck, ja. Gekauft. Nicht Nobody Minus, eher Minus. Sack biegt das schon alles wieder hin. Ja. Was? Nein, nein, also, die Punkte kriegt jetzt keiner mehr. Bei 100 sind wir da schon mal streng. Ich glaube, wie ihr seht, kriegt ich glaube, Jocki darf weitermachen. Ich nehme da mal Speichermedien 400. Speicher für 400. Ja. Jetzt weiß ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber welche Kapazität hat eine Blu-ray-Disc? Ja. Irgendeine. Ich habe euch den Standard für meine Fragen zu hoch gesetzt, dass es immer gut kommt, wenn ich irgendwas sage. Ich finde, das ist in Ordnung. Das ist zumindest was in der Antwort stand, ja. Dann nehme ich Online-Chat-Acronyms für 100. Die 100. Hände an die Buzzer. Karina. Ja! Bei den hohen Punkten schlägt sie zu. Was ist die Abkürzung für, es gibt mehrere Möglichkeiten, for the win? Ja, und, was noch? Eine reicht. Reicht, ja. Ich hätte glatt Doppelpunkte gegeben, aber wenn du nicht willst, darfst du weitermachen. Was passiert bei Gleichstand? Was passiert bei Gleichstand? Das wirst bei du Gleichstand dann schon sehen. Passieren furchtbare Dinge. Geek TV für 500. Also, da gibt es mehrere Sachen, ja. Wir haben auch immer Angst, dass jemand irgendwas sagt, was am Ende richtig ist und keiner kennt. Aber für diese Frage werden wir nicht mehrfach Punkte vergeben. Nein, schon gar nicht, wenn keiner irgendwas weiß. Wobei, also da würde ich sagen, ist TV tatsächlich noch am falschesten. Das ist wirklich kommt das nicht im Internet übertragen. Ja, übers Internetkabel kommt das. Man ist quasi nur mit neuartigen Rundfunkempfängern zu empfangen. Ja. Ich dachte, das ist die Definition von TV. Gibt es da noch was anderes? Ja, da gibt es dieses Legacy-Zeug, wo man an diese Dingsbehörde zahlt. Nun gut. Wer also, weiß es? Sehr gut. Gib dem Mann zwei Aufkleber. Reicht hier mal Aufkleber hinter, bitte. Wir spielen da mal die letzte Frage. Zack, sag mal, was du hören wolltest. Oh, wir haben einen Titel. Jocki hat einen Titel erkannt. Wie sehen die Titelleisten in BIOS aus? Ja, in Sehr BIOS. Gut. Damit haben wir leider keinen Gleichstand erzielt, aber du hast gut aufgeholt. Ja. Sehr schön. So, wir haben natürlich hier für unseren Zweitplatzierten einen tollen FBI-Aufkleber, wenn du mal ein Security-Hole bei dir installierst. Kannst du deinen Laptop auch passend ausstaffieren? Wenn du magst. Wo ist der Typ mit den Aufklebern hin? Ja, jetzt ist die große Frage, ist Fefe wieder aufgetaucht? Fefe, schleppt mal irgendwer Fefe an den Füßen voran hier in den Raum. Schöne Buttons gibt es immerhin. Aber du willst das doch Aufkleber haben. Ich weiß nicht, was Ray gerade erzählt, aber... Wer schleppt Fefe Buttons herbei? Ohne Aufkleber? Ach, nimm doch noch Aufkleber. Hast du schon? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es hat noch keiner geschafft, Fefe hereinzuschleppen. Dann ist die generelle Frage, ist denn Tixif überhaupt hier? Und der pennt schon.
weiß der denn nicht, dass er seinen Titel verteidigen muss? Doch, doch, der hat gewonnen. Aber den schleppt ihr her. Ja gut, dann könnt ihr noch lassen, der muss ja erst zum Finale her. Aber wenn Tixis fürs Finale da ist, dann können wir auch Equi noch holen. Wo ist denn Equi? Ist Equi da? Ja, da, er kommt. Equi kommt. Immerhin auf einen ist Verlass. Kannst du... Ja, das müssen andere auch schaffen. Brauche ich in der nächsten Runde erst wieder. Ja, also ohne Fefe geht ja gar nicht. Den muss irgendwer schon herschleppen. Sonst müssen wir... Ah! Ah! Hey. Was? Ja. Willst du auch noch mitmachen? Ja. Im Legacy, im Titanenkampf. Ja, das kriegen wir schon hin. Der Bog hackt sich einfach hier ins Jeopardy, weil er weiß, dass es einen vierten Buzzer gibt. Aber für Fefe bringen... Doch, vier geht schon. Vier geht. Ja, setz dich hin. Geht oder geht nicht? Geht. Alles geht. Bring it on. Ah, musst du wieder randalieren? Ah, oh, Q randaliert schon wieder. Ah, Mann. So ein schönes Origami hier und jetzt randaliert er gleich. Ja, also ich hoffe, eure Knöpfe halten mich auch noch aus, so wie früher. Die Knöpfe, das ist ja hier. Ja. Mehr Mikro. Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ich kann das doch. Doch wohl kein Thema, so ein Ding zusammenzusetzen, Lisa. Also, ihr kennt die Prozedur ja alle schon. Hau mal auf deinen Knopf. Wir haben Kategorie, das ist schön. Ja, haha. Q? Das liebe Q. Nein, Moment, das war ja gut. Mario. Genau. Genau, ich hoffe, der Gewinner der letzten Runde bleibt. Fifi. Equi. Also ich finde ja, einen Sitzplatz hättet ihr mir schon reservieren können, hier die ersten beiden Runden. Muss ich ja du mal sagen. Du bist doch abgehauen. Hm? Du bist doch abgehauen. Ja, weil kein Sitzplatz war. Haben die das erzählt? Ich glaube, ich muss mich ein bisschen fernhalten von da drüben. Sehr schön. Gray, magst du die Kategorien noch vorstellen? Ich will die Kategorien kurz erzählen, obwohl ihr gar keine Wahl habt. Genau. Also CPUs ist eine Einsendung von FX. Man muss Das heißt, und wir haben ihn gebeten, was wirklich Einfaches zu machen. Also da geht es rund um das Thema CPUs, irgendwie, welchen Opcode hat auf dem Z80 Increment oder so. Sollte für euch kein Thema sein. Genau. Unix, da geht es um so ein System, das natürlich viele von euch OS X-Usern nicht mehr kennen. Im Prinzip so ein bisschen Low-Level-mäßig numerische Dinge irgendwie einordnen. Ja, Street View ist so ein bisschen ein Fail. Also jetzt nicht nur die Kategorie, auch das ganze Ding. Wir wollten eigentlich Street View-Bilder von Hackerspaces in Deutschland machen. Nur die sind alle nicht in Street View. Jetzt, Google Fail. Nicht, weil sie verpixelt wären, sondern weil sie halt in dunklen Hinterhöfen, Kellern und anderem stattfinden. Das heißt, wir haben dann auch Google Normal View und sonstige Bilder genommen, aber die Kategorie einfach nicht umbenannt. Ja, Rettungsschirm, das ist eine Kategorie extra eben für diese Runde der etwas älteren Semester. Moment, was heißt hier älter? Nee, ich meinte Equi, also jetzt nicht auf dich beziehen, bitte. Da, weil wir alle wissen, der Euro bricht zusammen, besinnen wir uns auf die alten Währungen zurück. Also sprich, da geht es um die Währungen, die es vor dem Euro in Europa gab. Manche mögen sich noch erinnern. Die gute alte Zeit, als die Ostmark noch was wert war. Ja, und bei Output seht ihr Teile eines Outputs, eines Tools, und wir wollen wissen, welches Tool könnte diesen Output. Ist nicht so schwer, wie es klingt. Das sind einfache Sachen, die man jeden Tag benutzt. Genau, also zum Beispiel die 500-Frage ist ein A. Ja. Nein. Also gut, ich glaube, wir können anfangen. Wir müssen zufallisieren. Ich muss zufallisieren, ich wähle zufällig den extra geweckten Fefe. Du kannst direkt die Chance haben, dir das Double Jeopardy rauszupicken. Wo könnten wir es versteckt haben?
CPUs 100, bitte. Da haben wir es nicht versteckt. Kleine interne Speicherzellen in den Q. Was sind Register? Was sind Register? Da kannst du deinen Durchmarsch gleich weitermachen. CPUs für 200. Müssen wir es jetzt ausdiskutieren, ob die Operanden für Instruktionen in Registern landen, nicht eher in einer Structured Decoding Unit? Diskutier das mit FX. Wir können das später diskutieren. Also Q. Ist immer ein Fehler, das Leute einzuladen. Andreas. Warum sind vier Level nicht ausreichend? Ja, weil man virtualisieren möchte. Oh, aber lass es immer gelten. Ja. Auch wenn es vom Passen her. Mach mal weiter. Unix für 400. Unix für 400, oh. Direkt rein. Das ist nicht schwierig. Equi. Was bedeutet 0444 auf einem Unix-System? Ja, Quatsch. Er hat immerhin noch selber bemerkt. Was bedeutet 0666 auf einem Unix-System? Ja. Nein. Nein? Nein. Nein. Ich weiß, du wolltest das. Ja, aber genau, das ist ein Fail. Ja. Andreas hat getroffen. Was bedeutet Oktal 0555 auf einem Unix-System? Ja! Ja! Sehr gut. Dreimal die Quersumme der 23. Was hätten wir denn sonst nehmen sollen? Ja. Aber wir nehmen mal CPUs für 500. CPUs für 500. Oh, ja, das wird... Hä? Das ist all. Ein A, nicht O. A. A gleich. Ja, mal zulesen hier. Wir hatten FX gesagt, extra die leichten Sachen, die wirklich jeder weiß. Ja. Da hat er gemeint, wer das nicht weiß, der sollte auch kein Ticket gekriegt haben. Das scheiß Problem ist, ich bin so vergesslich. Ich habe mir neulich das angeguckt. Du hast es kürzlich noch benutzt. Ja. Ich weiß, wo es steht. Mal Hände hoch, wer das aus dem Publikum weiß. Let me Google that for me. Oh ja, gleich so viele. Ich habe es so weit verkackt, ich kann es einfach raten. Du ratest es. Was ist der Co-Prozessor Nummer 5 auf einem ARM? 5? Nee, nein. Nicht bei den hohen Fragen mehr. Okay. Auch nicht 23. Zieh mal ihm da Punkte ab. Ah, da hinten. Ja. Wer hat schnell gegoogelt? Wer hat schnell gegoogelt, genau? Wenn ich den Opcode sehe, erkenne ich 15, ihn wieder. 15, richtig. 15. Man kann es googeln. Ja, dann brauchen wir mehr Zufall. Oh, der Zufall wählt Equi. Oh je. Output für 100. Output für 100. Okay. Transmitted, null received. Wie sieht der Output von Ping aus? Auf dem Kongress, richtig. Ja. Ich nehme mal, was haben wir denn? Unix für 300. Unix für 300. Viel Erfolg. Ah. Das ist 300? Equi. Welche Prozess-ID, welcher Prozess hat die ID 1? Ja. Wenigstens positiv. Wir machen weiter mit Unix 200. Q. Was ist der Return Value des Befehls False? Ja, richtig! Nein! Nein! Hey, halt! Nein! Falsch! Ray, also. Wie falsch? Also, der Return Value ist ja genau falsch rum. Was? Das ja, genau. Befehl ja, also ist Success nicht. Ist schon richtig, ja. Ist falsch, leider. Ja, ist falsch. Ja. Auf der Unix, wenn du es als Unix-Kommando siehst. Dann mach die Frage nochmal an. Ist ja nicht richtig, oder? Kannst du mal drücken? Ihr könnt das. Ich sehe schon, ihr könnt das Programm erfolgreich stoppen. Ah! Fail! Jetzt ist kaputt. Ja, genau.
Ich hab's geahnt. Was habt ihr jetzt was habt ihr denn jetzt kaputt gemacht? Bug-User. Das ist der Grund, warum wir das Ganze in einem Mikrocontroller machen, weil da gibt es dann keine Race-Conditions. Also, ihr habt das Wasserboard gedost. Es leuchtet noch grün. Diese Dinger hier werden übrigens von Klöckner Möller hergestellt, die bauen sonst Stahl. Also. Soll ich es mal power-cyclen? Should I try turning it off and on again? Nun erleben wir, was wir noch nie gesehen haben. Man sieht da gar nichts. Die grüne Lampe geht aus. Die grüne Lampe geht wieder an. Nee. Ja, das war's. Ich sehe schon. Man kann doch nicht kaputt buzzern. Ja, ich bin erfolgreich begeistert. Höchstens durch die Vibrationen. Jetzt kommt der Moment, wo der Affe ins Wasser hüpft. Also wir gingen fest davon aus, dass die Elektronik irgendwann versagt oder nicht durch Buzzern. Ja, eigentlich nicht. Man kann das EEPROM doch nicht kaputt buzzern. Interessante. Ich liebe Pöltika. Da kannst du mal auf die Serie gehen, ob sie überhaupt noch lebt? Ja, bestimmt. Bestimmt, okay. Sag mal, und dafür habt ihr mich wachgehalten? Ja. Wir haben gedacht, wir halten dich extra noch ein bisschen lange. So ein Pearl-TK-Dump, das will der Fefe sehen, habt ihr euch gedacht? Naja. Also die Hardware klappt super. Ja. Der Besten. In der Tat. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ja. Mann, nach all den Jahren, das muss doch mal gehen. Also beim ersten Mal war es ja noch zu verzeihen, aber... Was ist der Return Value von True? Meine Lampe war an. So. So, jetzt machen wir die Frage auf. Die Buzzer gehen immerhin wieder. Also, gleich geht die Frage auf. Gucken wir nochmal die Maus da weg. So. Bereit. Q hat gewonnen. So. Aber jetzt sind wir auf die Frage gespannt. Ja, also wir wollen jetzt keine Experimente eingeben. Was ist die Ausgabe des Befehls Echo 0? Moment, Echo 0 gibt noch ein New Line aus. Moment, also ich habe den New Line gesehen aus der Antwort. Außerdem hat der Q da gerade zweimal Plus gekriegt und einmal war es falsch. Hast du das New Line nicht gesehen, Fefe? Nee. Wir hatten es sogar rot eingefärbt. Fefe, das kommt davon, weil du so wenig geschlafen hast. Da fällt aber noch ein Minus für Q. Übermüdet sieht man das New Line natürlich nicht. Hat man nicht die Zahlen richtig? Das erste Mal zählen wir das falsch, oder? Als Streetwürfel 500 geben? Ja, stimmt schon, ja. Was heißt denn Plus Nobody? Das war ja wohl nix. Mecker auch noch rum. Ja. Naja, so ist besser. Naja, ist richtig. Q, du darfst was sagen. Mit mir reden. Und ehe hier jemand sagt, wir wären auf solche Fälle nicht vorbereitet, und wenn die Hardware tatsächlich versagen sollte, haben wir selbstverständlich auf dem NetIO basierend eine Ersatzhardware beschafft und wir haben sogar eine funktionierende Stromversorgung dafür. Also selbst im Fall eines Stromausfalls hätten wir Probleme weiterspielen können. Ja, und womit spielen wir weiter? Wir spielen weiter mit Q und er darf sich was aussuchen. Ach ja, richtig. Ich mach mal einfach Unix 100. Unix 100? Das was an. Ist... Oh, fuck. Nee, das ist es nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Was, also, was war die Frage? Was ist Sick Fuck? Ich sag mal Sig. Andreas, ich bin enttäuscht. Winch. Jetzt schon. Sig Winch, nein, das ist falsch. Das, knapp daneben. Fefe. Was ist das Sig Hub? Ja. Ja. Was ist Sig Hub? CPUs für 300. Andreas, bitte. Du kennst dieses Unix nur aus Büchern, oder? Benutzt hast du es noch nicht? Ich benutze in der Regel minus 9. Ah, okay. Das ist Sig Fuck. Also Fefe darf nicht über Spark lästern, ja? Was ist das Alignment der 4 Byte Großinstruktionen auf Spark-CPUs? Richtig! Ist das Alignment? Du hast ich mach mal CPUs für 400. Bist du Thunder für böse?
Nein. Gut. Nein, das ist cool. FIFA hat Pfand. Das ist Selbstschutz aus beiden Richtungen. Wir machen... Immer noch CPU für 400. Was? CPU für 400. CPU für 400. Ja. Double Jeopardy. Alles. 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 War das eine gute Idee? Na, das weißt du ja wohl. Ja. Da geben wir jetzt mal keine Hinweise. Genau, es kam im Talk vorgestern vor. Von ich sagte keine Microsoft. Hinweise. Ich würde ja mal raten. Du würdest raten, ja, das hast du gut gemacht vorhin. Was ist denn Interrupt 3 in dem Special One Byte Instruction Code? Ja, ja, der Interrupt 3. 3. Dann nehme ich mal Unix für 500. Aber Fefe und Q, ihr dürft auch mitspielen. Also, ja, ich finde find das nett, dass ihr auf Andreas ein bisschen Rücksicht nehmt, aber... Hm. Und Equi, also das ist echt nicht nötig. Also Buzzer bereit, wir öffnen die Frage. Ja, ihr müsst ja Fragen stellen, die ich auch beantworten kann. Tun wir ja jetzt zum Beispiel. Ja. Es ist immer noch Unix für 500. Unix 500. Ah. Ja. Andreas. So ist eine scheiß Frage dazu formulieren, ne? Ja. Wir haben Zeit. Was ist das ungewöhnlich Besondere an dem Produkt von 2 und 3? An dem Produkt von 2 und 3? Ja. Hast du gefragt? Ja, ja. Das ist falsch. Das ist aber schade. Ja. Ich dachte, das gesamte... Finde ich aber kreativ. Fefe. Moment, lass mich mal eine Frage formulieren hier. Ja, 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 wir... Was ist die Bedeutung von 5 oder sowas? Ja. Ja. Sehr gut. Du meintest vielleicht die Summe von 2 und 3. Nee, Moment. Was hat denn das RAW-Device für eine Miner-Number? 0. Ja, und dann ist SDA 0 was? SDA 0 gibt es nicht. Es gibt kein SDA. Scheiße. Das ist auch der einzige Grund, warum man das bei 500 hat. Wenn man da könnte, das könnte ja auch 4 sein. Oder 6. Auf 6 ist keiner gekommen. Auf 6 hat er nicht gekommen, ja. Fefe darf weitermachen. Ja, ich nehme Street View für 100, bitte. Street View für 100. Hey, du stehst vor mir. Das. Also das da ist das Google Street View Bild und das ist ein Bild, was wir zur Illustration dazu gemacht haben. Das sind relativ neue Räume. Gab es mal ein Fernglas? Welcher Club? Man sieht eine große Fensterfront. Man sieht vor allen Dingen, dass es sehr schlecht skaliert ist. Wird dann relativ, wird glaube ich dieses Jahr eingezogen, würde ich sagen. Oh, aber dafür wenn relativ, das bei 100 schon so losgeht. Aber einer der ältesten Airfars. Ach wie, Moment. Fefe traut sich. Ist das vielleicht die Adresse von Attraktor e.V.? Also die neue. Ja. Das war eine Frage. Ist das vielleicht, ist eine Frage, ja. Aber eigentlich... Besser zum Bild passen natürlich, wie sieht es aus bei, weil es ja ein Bild ist und keine Adresse. Na, aber das Bild sieht schlecht aus, weil es da hinten ist. Auch kommt, ihr müsst jetzt 100 nicht rumdiskutieren, oder? Ja, müssen wir nicht, ist ja richtig. Also, machen wir weiter hier. Ja, Street View 200, bitte. Das ist nicht zum Vergnügen hier. Da gibt es lokal. Ihr müsst eigentlich Fans. Nur gucken, welche Ecke jubelt. Nochmal jubeln? Das kann keiner erkennen. Man könnte Straßennamen nicht lesen. Ja eben, also Ray, wir sind hier alte Säcke, wir sind bekanntermaßen kurzsichtig und dann sowas. Also, das kannst du mit der Old-Fahrt-Runde nicht tun, hier so ein kleingedrucktes. Wir können ja versuchen, euch zu hinten. Also beim nächsten Mal stellen wir euch Operndrucker bereit. Das Publikum möchte mich korrigieren. Ihr fand eine Party von Starbuck mal statt, oder? Nein? Ihr sollt nicht antworten, ihr sollt nur fragen, ob der Tipp stimmt. Nun gut. Aber ja, Entropia. Wäre richtig, in Karlsruhe. Auch nicht schön auf Street View zu finden. Das sah von Namen irgendwie anders aus. Die Dachbalken und so. Ja. Ich würde sagen, Equi darf weitermachen. Kommt alle zur GPN, genau. Equi, was willst du haben? Na, wir machen mal Rettungsschirm 300. Rettungsschirm 300. Ab diesem Datum konnte man mit Euro bezahlen.
im Laden. Was war am 01.01.2002? Richtig, ja. 2002. Okay, da ich in dem Negativen bin, brauche ich den Rettungsschirm, also 400. Der Rettungsschirm bei 400. Ja. Also, da muss jetzt einfach alles, sonst geht das eh nicht mehr. Da musst du alles nehmen, ja. Ich hoffe, dass das eine gute Idee war. Ach, das kann man wissen. Achso, ja. Du musst mich drücken, Eke muss raten. Ich bin ein bisschen nervös. Wie viel Zeit habe ich? Bis die Musik aus ist. Also ich behaupte mal, den hast du noch gesehen. Ich erinnere mich dran, aber ich weiß nicht, welcher Wert es ist. Welche Farbe hatte er denn? Ich glaube blau oder grün. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Jetzt stell halt eine Frage. Was war auf dem 5-Markschein? Es gab keine 5-Markscheine. Ach, verdammt, stimmt. Haha. Fefe. Was war auf dem 10-D-Markschein drauf? Richtig. Ja. Ja. Equi hatte halt schon Euro umgerechnet. Fefe, du darfst weitermachen. Rettungsschirm für 100, bitte. Der Rettungsschirm für 100. Der ist nicht besonders rettend bei 100. Der rettet nicht, ja. Oh, Fefe hat gerückt. Wie viel? Vorsager. Oh. Na, ich frage mich gerade, wie man eine Frage so machen kann. Papelle, das giltet nicht. Ja, versuch's einfach. Na gut, was war der Gegenwert von ungefähr 7 Francs? Nein. Nicht? Nein. Da ist also das Formulieren der Frage unnötig, weil der Betrag schon nicht stimmt. Ja, okay. Was du meinst, war der Schilling, das ist dieses andere Land. Oh. Die Frage ist offen, ihr dürft drücken. Andreas. Wie viel waren 3 Francs? Ja, 3 Francs entsprachen circa 1 D-Mark. Andreas, du darfst weitersuchen. Das war jetzt gecheatet. Das war gecheatet? Danke. Du schämst dich nicht zu cheaten. Ich schäme mich schon. Ich hab's da hättest du vorher die Hacker-Ethik-Hotline anrufen müssen. Wie, der hat beschissen? Ich habe die natürlich. Antwort auf Moment, Moment, Moment. Moment. Mensch, das darfst du auch, das hast du bloß nicht gemerkt. Das darf ich auch. Im Moment, erklär mir das nochmal hier in der Old-Fahrt-Runde. Nee, ich mache dazu keine Aussagen. Andreas, such dir eine neue Frage zum Cheaten. Ich suche mir eine neue Frage. Ich nehme mal Output für 300. Output für 300? Output für 300. Was ist der Output von Prozessmanagement-Tools wie zum Beispiel Last? Last. Die geben das alle aus. So ein Last. Nee, Last muss man leider gelten lassen. Ich würde Last so einen Auto. Das kommt überall. Also ja, das links ist zu, Last, Last. WhatsApp ist der Login-Name, der Mann hat recht. Ja. Ja, das links ist das Terminal, das ist in Mitte. Genau, aber Last Terminal, hat auch Login das Terminal und User. Recht. Falsch. Last hat das Terminal nicht drauf, glauben wir. Also, doch, Facebook, Last, glauben hat, schon das nicht. Nein, Last hat schon das Terminal, aber ich glaube, es sieht trotzdem anders aus. Na gut. Last zeigt 2 Uhrzeiten an. Einloggen und ausloggen. Und das ist nicht Last. Genau. Da gebe ich dir recht. Das ist nicht Vor richtig. Allem sollte John auch kein User sein. Okay, es ist falsch. Was ist die Aufgabe von Who? Nope. Wir hätten uns das besser überlegen sollen, als wir uns das ausgedacht haben. Bei Who wäre ja ein Datum dabei, oder? Nee, wir haben ja nichts in der Mitte rausgeschnitten. Mit dabei. Der String taucht schon so am Stück auf. Was ist der Output von Who ist? Von Who ist? Von was? Who ist? Nee, also. Soll ich noch irgendeinen Tipp geben? Es gibt ja noch ein so richtig populäres Tool aus der Reihe. Also was ist das Output von Last Log? Müssen wir jetzt echt alle Programme in S-Bin durchprobieren? Ist das überhaupt irgendwas? Ja. Nee, sorry. Ich glaube, die lassen sich alle von dem John foolen, Q. Also,
Was könnte bei entsprechender Parameterwahl die Ausgabe des PS-Befehls sein? Ja, daran hatten wir eigentlich gedacht. Kein Mensch heißt John. Ja, dann nehmen wir doch mal Output 500. Output 500, das ist einfach. Wie, das ist einfach? Oh. Und eindeutiger. Was ist eine Warnmeldung von SSH? Richtig. Ja. Sehr Hefe. Gut. Könnte natürlich auch die Ausgabe von Echo, Somebody is doing something nasty. Gibt es denn auch noch Bonus, wenn man weiß, wann das kommt, die Meldung? Nee. Das weiß jeder von uns. Na gut, na wenn, dann wäre es ja wohl bei Fehl, mir der du Bonus. Du darfst weitermachen. Rettungsschirm für 200. Der Rettungsschirm für 200. Der rettet auch nicht so viel. Ja. Ist Kudos. Eine Frage, wo das als Antwort passt. Einigermaßen sinnvoll, bitte. Ich rate mal, was war die Währung von Portugal? Ja, richtig geraten. Ja! Output 400, bitte. Output für 400. Ob es wieder Streit gibt? Nee, bei 400 nicht. Nein, bei 400 nicht. Q. Was wäre die Ausgabe, wenn ich eingebe SU Fefe? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Close, falsch, Fefe hat gedrückt, ja? Was, wie, wo? Also, aber das wäre jetzt doof, wenn ich das jetzt irgendwie falsch war. Moment, Moment. Was ist eine potenzielle Ausgabe von SSH-L Fefe, Rechnername? Das hängt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Was ist der Output von Sudo? Richtig. Sudo, echt? Ja. Q. SU sagt. SU also, sagt nicht Passwort for User, sondern SU sagt einfach Passwort. Wobei Sudo ohne Parameter, das glaube ich nicht, oder? Doch. Ist ja egal, wir verhandeln hier nicht weiter. SSH sagt im Allgemeinen den Hustname noch. Nee, ich zieh's zurück, SSH sagt irgendwie Fefe, His, Passwort. Genau, Fefe genau. Sagt irgendwie... Ihr habt doch alle Laptops, spielt's doch aus. Output 200. Output für 200. Ja. Was ist ein Teil der Ausgabe von ifconfig? Ja. Ja. Oder von Echo RX Pack. Rettungsschirm 500, bitte. Rettungsschirm für 500. Also, da man da jetzt einfach nur aufsummieren muss, können wir einfach mal rechnen. Ja, hier jetzt aber nicht rumstallen. Wir geben dir mal so ein paar Sekunden, rechne mal. Eine Uhr. Was ist 1880? Da schaue ich mal. Das kann schon mal nicht sein, wer keine 500. Nein, da hast du was vergessen. Und falsch! Du hast dir vorher dein eigenes Grab geschaufelt. Cute. Was ist 1885? Richtig! Es gab einen 5-Mark-Schein. Du hast vorher selber gesagt, da sei der Sextant drauf. Ja, ja, ja. Da geht's. Den gab's schon, es war nur kein Sextant drauf. Und den gab es auch öfter als 5-Mark-Münzen, die es auch gab. Es gab auch 5-Mark-Münzen, richtig, Q. Das weiß aber außer dir keiner mehr hier, die anderen sind ein bisschen jünger. Ja, tut mir auch leid. Also, wir machen weiter. Ja, da habe ich ja doch noch eine Chance, dann nehmen wir doch mal Street View 300, bitte. Street View 300. Das kann man erkennen, denke ich. Ja. Also falls ihr es nicht seht, da sind Fenster, in denen man Space Invaders-Figuren sieht. Das Bild hat man eigentlich, ich denke, auf Hefes Blog war das, oder? Echt? Nee, glaube ich nicht. Sowas Verwerfliches lese ich mal nicht. Hin, genau. Fefe, warum bloggst du nicht, wenn Hackerspaces schöne Sachen in ihre Fenster machen? Immer nur Weltverschwörung, ja, Politik, einfach, ja, da wüsste ich's, ja. Dinge, die keiner braucht. Okay. Ich komme nicht so viel rum. Hände im Publikum hoch von allen, die das wissen. Sind nicht so viele. Ja, Martel, du hast schon aufgegeben. Also wer anders? Das Raumzeitlabor, richtig. In Mannheim. Mannheim. Diese nicht reisenden Clubmitglieder hier. Ja, dann. Ja, dann wird es schwierig, glaube ich. 400.
Willst du auch aufgeben haben? Ja, ja, ja. Wer wollte die aufgeben? Ja, dann. Du wolltest die 8, kriegst du aber gleich. Andrea, such dir doch eine Kategorie aus. Einen Wert. Ich nehme mal Street View. Ja. Das ist aber cool. Für 500. Für 500. Für 500. Oh, fuck. Für 500 begeben wir uns etwas weiter weg. Ich überlege gerade, ob man da was besonders erkennen kann. Ja, manche haben es erkannt. Ja. Also ich erkenne Mate-Kisten. Mate-Kisten, eine Telefonzelle. Und doch, die Telefonzelle ist eigentlich ein starkes Indiz. Die Telefonzelle hat man schon auf Camps gesehen oder auf dem... Da hat jetzt jemand gehintet. Ich weiß ja, welches Land es ist, aber ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Tut mir leid. Und uns würde ja auch die Stadt reichen. Ja, nein, jetzt nicht mehr. Wenn der schon verraten hat, dann reicht die Stadt nicht mehr. Wissen Sie ja trotzdem nicht. Ja, eben, ich weiß ja, die Stadt hätte ich auch so geraten. Eben, ja. Da, also... MetaLab, ja, das MetaLab in Wien. Unsere südlichen... Ja, dann machen wir mal die letzte. Die letzte, das ist ja schön ausgesucht. Ja. Wie sieht denn der Hackerspace jetzt hier in München aus? Ja! Sehr gut! Und auch noch eine schöne Frage. Das als ist korrekte Abschluss. Frage. Obwohl niemand das schöne Balanstübal lesen konnte, oder? Ja. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich ein relativ knappes Ende. Also wenn man Eki mal unter ferner liefen. Ich meine, wie in den vergangenen Jahren hat Eki die höchste Punktzahl? Naja, darf ich kurz was sagen? Also ich war ja eigentlich auch hergekommen mit dem Ehrgeiz, Fefe zu schlagen, weil es stand im persönlichen Duell, stand irgendwie 2-1 oder 3-2, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ich das so sehe, dann ist mir das wohl, naja, gelungen. Also bin ich zufrieden, da kann ich heute mit einem Lächeln einschlafen. Das freut uns aber. Dankeschön. Das ist die Hauptsache. Also wenn du diese Schwankungen unterhalb der Nachweisgrenze als Gewinn betrachtest. Na ja, komm. Na ja. Ihr habt mir vorher versprochen, dass ihr Ansatz zu Fefe das No macht. Alles über Null. Ja, dann bitten wir die drei Gewinner der Vorrunden wieder auf die Bühne. Wussten wir alle nichts. Nein. Ich hoffe, wir ein Groß-E. Die ganzen L. O-F-T. Nein, das ist ja auch eine Vorrunde. Ja. Genau, die beiden Vorrunden und den Gewächsen wurde inzwischen unser Schläfer aus dem Hackcenter geweckt. T ist für die Buzzer. Hast du wolltest? M ist für die Lampen. Hast du jetzt schon geweckt? Was haben wir denn noch? Y ist für den Sound. Hä? Und W ist, dass er das Game rausschreibt, während wir spielen. Ah, da kommt er doch. Mit Abwärme. Ja. Sind alle der Reihe nach. Wie ist das echt mit der Versorgung mit alkoholischen Getränken für das Finale? Ja, ja, ja. Bier. Bier. Die erste Version hatte keine Basis. Haben wir Bier für die Finalisten? Oder für einen Finalisten? Andreas will das Ergebnis schön saufen. Kriegst du ein Bier? Wir haben hier Wasser, oder? Ja, es gibt Wasser. Ja. Ich könnte dir Fail. Mountain Dew Typhoon anbieten. Ja, Fail. Es gibt... Also sorry, dass du dafür wach geblieben bist, Fefe. Hättest du auch schlafen bleiben können, ja. Q auch, aber was tut man nicht. Hättest du aber können. Was du magst. Ihr seid zu viert und wir haben vier Buzzer. Q. Wer von euch will denn das Pesthörnchen haben? Oh, super. Nimm ich gerne. Nimmst du gerne? Das hier IXV. Aber hat mir nicht irgendwie... Für mich natürlich Plastikmüll. Nee, für dich haben wir... Willst du was zu löten? Nein, nur der CCC darf es nicht mehr verteilen. Wir dürfen es verteilen. Ja, wobei, nein, Trostpreise müssen wir nachher, wenn die Gewinner ihre Preise haben. Nee, ist kein Problem. Max. Ja, bleib mal noch da. Ja, ich lauf nicht weg. Du läufst nicht weg. Ja, wir haben bleib in der Nähe, aber nicht auf der Bühne, bitte. Ja. Oh ja, wir haben den Maker. Wieder mit dem Profi. Ja, ich kann schon mal was zu den Kategorien erzählen in der Zeit.
Also ja. 27C3, das ist so ein Hackerkongress, der fand in Berlin statt Ende dieses Jahres. Da geht es um Dinge, die da irgendwie passiert sind. PCBs. Quasi tagesaktuell. Bei PCBs sehen wir Platinen und würden gerne wissen, von welchem Gerät. Bei Programmiersprachen sehen wir ausnahmsweise keine Codebeispiele, sondern eher Entwickler, Autoren, Ähnliches. Bei Exploits sehen wir ja Dinge, die in einem Exploit vorkommen könnten. Und wir wollen wissen, gerne gewusst, was für ein... Was wir also die Art des Attack-Vektors sollte benannt werden. Wird sich Andreas sicher wieder quälen, eine passende Frage zu formulieren, aber ich denke, du schaffst das schon. Und bei Plastik-Linux geht es um Linux auf komischem Plastikzeug halt. Irgendwelche Unklarheiten? Alle Klarheiten beseitigt, dann kann es losgehen. Und der Zufall? Dann starten wir jetzt, wieso haben wir denn Max Power plötzlich? Wir starten mit unserem letztjährigen Gewinner. Ja, wir starten selbstverständlich mit dem letztjährigen Gewinner, Tixif, der in einem harten Duell im Finale durch Entscheidungsfrage sich gegen Equi durchsetzen konnte. Wie wir jetzt gesehen haben, verdient. Und du darfst dir direkt ein Double Jeopardy suchen. Ja, dann nehme ich mal PCBs 300. PCBs für? 300. Für 300. Tixif. Wie sieht die Platine des C64 aus? Ja. Ja, sehr gut. Ich habe dir doch gesagt, dass die einfacher ist. Ist einfach, ja. Dafür ja. Kann jetzt keiner mehr die 200 beantworten. Dann machen wir direkt mal weiter mit PCBs 400. Die 400 PCBs. Ja doch, wie sieht die Platine des Amiga 500 aus? Ja, auch richtig. Dann mach gleich weiter. Lass mich raten. Ja, dann machen wir doch direkt weiter. PCBs 500. 500. Das Verräterische ist das Ding da auf der linken Seite. Karte oder was ist das? Wie sieht die Platine eines GSM-Telefons aus? Das was? Eines GSM-Telefons. Ja, aber für 500 wüssten wir gerne welches. Oh nee, ne? Take a guess. Take a guess. Toshiba CPU? Das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Willst du noch irgendwas, was du nicht lesen kannst, wissen? Also Nokia baut sowas nicht. Nee. Wir sehen hier eine Toshiba. Es ist ein... Bekanntes. Motorola. Keine Ahnung. Nein. Nein, kein Motorola. Kein Motorola. Okay. Wollen wir für zu ungenau jetzt Abzug geben oder neutral? Sollen wir ihm dafür, dass er es nicht genau genug gesagt hat, null geben oder Abzug? Fefe, das falsch. Was du, das habe ich gehört. Ja, ist falsch. Ja, ja. Kommt ihr mal heute Nacht nach Hause. Aber er hat ja vorhin auch nicht gesagt, wie sieht die Platine des Heimcomputers aus, oder? Das ist richtig. Also, was für ein Telefon könnte es sein? Weiß. Nicht? Ich sehe schon. Was Testfrage, weiß das jemand aus dem Publikum? Genau, erkennt das jemand aus dem Publikum? Da erkennt der Einsender wahrscheinlich. Ein iPhone, ja. Welches? 3G. Bring dem Herrn noch mal ein paar Aufkleber vorbei. Reicht das doch mal nach hinten für den Menschen, der das iPhone erkannt hat. Dann bin ich dafür, dass Andreas weitermacht. Ja, Andreas, machen wir weiter. Dann nehme ich mal Programmiersprachen für 300. Die Programmiersprachen für 300. Wer ist Bjarne Stoustrup? Ja, sehr gut. Das war doch mal einfach. So geht das. Warum machen wir weiter mit Programmiersprachen für 400. Warum war das denn bei 300? Für 400? 400. Für 400. Oh. Yeah. Bring it on. Alles. Alles. Da muss ich jetzt eine Runde nachdenken. Das ist erlaubt. Also kurz nachdenken ist Ich habe ihm ja mal in den Kopf geworfen, er hätte da einen Scheme-Dialekt gebaut. Das ist eigentlich fachlich richtig, aber er wird trotzdem beleidigt.
Was ist Python? Was ist Python, ja. Mach ich bei Programmiersprache für 500 weiter, wenn das so einfach ist? Wenn das so einfach ist, eben. Ja. Oh. Und das, du weißt das die, auch noch. Die Frage ist natürlich einfach. Das Spannende ist, traut man sich, sie zu beantworten? Ja. Es ist schmutzig. Also es gibt hier so einen Laden in Berlin, da kann man so Ganzkörper-Latex-Anzüge kaufen. Dass du das weißt, wundert mich nicht. Und was ist das zweitgrößte Übel des World Wide Web und die Programmiersprache, die sie PHP genannt haben? Richtig. Genau das haben wir erwartet. Ja. Dann kann ich den Rest auch, wir machen Programmiersprachen für 200. Für 200, das sind die schwierigen jetzt. Oh, Andreas. Die anderen dürfen auch mitdrücken, so ist nicht. Also, ist für Andreas Lieblingskategorie, aber also... Mhm. Ah. Was ist BCPL? Was hat Lila einfach mal gelten lassen? Ja, okay. Also wir machen die 100 jetzt auch noch, die nehme ich auch. Die 100 müsst ihr durch. Aber das ist nicht 5 gewinnt oder sowas hier. Also bringt quasi nichts, wenn ihr in der Reihe sind. Das ist bestimmt falsch, aber ich sage jetzt einfach Larry Wall. Also wer ist Larry Wall? Das haben wir gerade noch als Frage geschafft, ja. Nee, ist schon richtig, Larry Wall. Ja, na gut. Und jetzt noch eine Diagonale. Andreas, aber was hast du gedacht, dass wir bei 100 Fragen, dass das Original seine Mutter entwickelt hatte? Mach mal weiter. Also die Diagonale bietet sich ja an, ne? Ja. Aber in welche Richtung? Ich fange mal mit Exploits für 400 an. Die Exploits für 400. Oh. Das war die, die nicht reinpasst, oder? Wolltest du die nicht fixen, Sek? Ja. Die wolltest du fixen, Sek. Aber den relevanten Teil sieht man eigentlich eh. Den relevanten Teil sieht man? Was ist ein Directory Traversal? Richtig. Also, was? Ich hab's nicht verstanden. Er hat gefragt, was ist ein Directory Traversal? Müssen wir gelten lassen. Wir hätten es gern spezifischer gehabt. Habt ihr Pech gehabt. Mit welcher Technik wurde hier das raffinierte Sicherheitssystem des Servers ausgehebelt? Na gut. Also was wir hören wollten, war Unicode Misinterpretation. Directory Traversal. Aber ich habe mich schon gewundert. Es waren keine Slashes und keine Punkte. Ich nehme die PCBs für 200. Das ist auch kein iPhone. Ich habe doch gesagt, ich habe dir doch gesagt, dass das schwerer als die 300er ist. Was ist Andreas? Das ROM eines Gameboy? Ja. Gameboy, ja. Sehr gut. Zwei Fragen noch und dann... Also, ihr dürft übrigens mitspielen, ne? Ja. Ich mache da mal die 27C3 für 100. Woher weißt du das nur? Was ist macOS 10.6.5? Richtig. Also, aber bei der Gelegenheit erzähl uns die ganze Geschichte. Okay, ihr wollt die Geschichte wissen, also sie haben es eingeschaltet und die Macs crashten und keiner konnte es debuggen. Das war auch ein bisschen schwierig zu sniffen, weil Cisco leider auf dem Wire-Interface irgendwie nicht den RF-Frame mitliefert, sondern nur die Payload. Und das Problem auftrat beim Handover, das heißt irgendwie beim Wechsel zwischen den Frequenzen, also das Sniffen war schwierig. Der Mann Attila, der es im Nock gemacht hat, hat dann angefangen, alle Features auszuschalten, die er gefunden hat. Das hat sich herausgestellt, dass man bei den Cisco APs, es gibt so mehrere Frequenzen, auf denen man bei irgendwie .n funken kann und eine davon hat er ausgemacht, die ist aber mandatory. Und das ist also, da das nicht sein kann, crasht dann das macOS wegen der Division by Zero. Das war die Geschichte. Ja,
Ja, aber du darfst weitermachen. Es gibt übrigens mittlerweile einen Pickup-Dump. Jemand hat das Ticket gewonnen. Ich nehme dann Plastik-Linus für 500. Plastik-Linus für 500. Was tat man damit? Das wäre auch zu schön gewesen, oder? Tixif. Vielleicht versaut es noch. Auf welche Art konnte man den WRT-54G zuallererst ownen? Richtig. Ja. Combo Breaker. Da konnte man einfach in das PIN-Kommando Strichpunkt eingeben und weitere Kommandos hat er schön brav mit ausgeführt. Wie man das erwartet von einem Admin-Interface. Ja, Tixif, mach weiter. Okay, machen wir nochmal die PCBs für 100. PCBs für 100. Eine Schnellbuzzer-Runde. Ich glaube, das wollten wir nur ganz für 100. Da erwarten wir auch nur eine Frage für 100. Andreas, eine Frage für 100. Was ist denn ein USB-Stick? Mit ein USB-Stick, ja. Ja, aber welcher? Kapazität. Das, also ich sehe von hier aus, dass es 4 GB sind und... Musst du mal schärfer stellen, ich kann es nicht lesen. Ja, das ist in Ordnung. Mir fehlen da irgendwie noch zwei Farben auf dem Board. Ja, genau, da machen wir was. Schmalspur-Hacker. Ist jetzt kein Grund, die Software zu beenden, Lila. Nein, das war nicht Lila Fisch, das war Neuner. Das war Neuner. Wieso beendet Neuner Lila Fisch die Software? Wir haben einen Saboteur in den eigenen Reihen. Ich verweise dich der Bühne. Erst mit dem billigen Trick, mein Notebook ist nötig, dass die Lampen blinken, überhaupt einen Platz hier im Raum bekommen. Und dann alles crashen. Das ist, glaube ich, Bier. Das ist kein Bier, das ist irgendwie, das war mal ein Bier und dann wurde es destilliert und dann ist Whisky. Ah, das ist auch gut. Ich begrüße das. Wenn man das er hat aber Bier bestellt. Ich dachte, das ist gemein, so eine kleine Menge zu bringen, aber für Whisky ist okay. Aber ihn besoffen machen kann jedenfalls nicht schaden, warum oder? Warum kriegen wir eigentlich keinen? Wer darf denn weitermachen? Ich glaube... Mach du mal weiter. Tixif wird weitermachen, oder? Nee, Andreas? Andreas war dran. Ich darf? Ah, genau, stimmt, du hattest ja gerade die... Exploits für 500. Den Exploit für 500. Der ist ja nicht für 500. Was ist ein Format-String-Exploit? Was ist ein Format-String-Exploit, ja, oder wo kann man ihn, oder wie, ja, genau. Ja. Wir machen bei Exploits mit 300 weiter. Ja genau, die brauchen Gegner, keine Opfer. Ja. Andreas. Das Thema hatten wir gerade. Was ist diese Geschichte, die wir vorhin schon hatten, bloß ein bisschen einfacher, nämlich ein Directory Traversal ohne Unicode Encoding? Genau, was ist ein Directory Traversal ohne Unicode? Das wollten wir hier hören. Exploits für 200. Ihr müsst schneller drücken. Ja, wie sieht ein klassisches Cross-Site-Scripting innerhalb des JavaScript-Codes im HTML aus? Richtig. Ja. Ein Cross-Site-Scripting. Auf der Hack-Seite immer wieder gern gesehen, wird schon fast langweilig inzwischen. Ja. Aber die Leute schaffen es halt einfach nicht, ihre Sachen zu validieren. Dann nehme ich die 100 auch noch. Alle Buzzer gehen in der Regel, ja. Das ist eine sichere... Das ist quasi also Exploits für 100. Ausfallsicher. Max Power! Der Buzzer geht, aber ich weiß es nicht. Frag doch Robbie Tables. Little Bobby Tables, ich gebe dir mal einen Aufkleber. Was ist eine SQL-Injection? Was ist eine SQL-Injection, ja. So, jetzt hast du bald die dritte Zeile voll. Das stimmt. Also, guck mal, ich könnte da einen waagerecht zu machen. Ich nehme Plastik-Linus 200. Moment. Wir müssen... Wenn eine ganze Reihe ist, verschwindet sie. Könnten wir alle den Tetris-Tune nachmachen? Also, du willst die 100?
Andreas. Ihr seid zu langsam, Mann. Was ist OpenWRT? Boring, ja. Was ist OpenWRT? Tut mal die Hände auf die Buzzer da hinten. Bereit sein. Das ist auch Millisekunden. Ich sehe dann noch eine. Ich nehme 27C3 für 200. Dieses 10-Euro-Telefon. Andreas. Was ist das Motorola C123? Richtig. Richtig. Wie wir alle erfahren... Rein rechnerisch hat Andreas schon gewonnen, oder? Wie wir alle... Ja, Moment, also geht's ja gar nicht. Es geht doch um den Spaß. Der kann sich noch beliebig runterscoren. Also, ihr müsst jetzt schon verhindern, dass ich die... Wo kam denn die jetzt her? Oh. Den kenne ich wieder nicht. Ich habe eine Chance. Da kann jetzt Tixis mal ja. Ja, was ist denn die Dogstar? Was ist die Dogstar? Richtig. Ja. Eigentlich wollte ich heute den Motorola-Telefon noch nicht unerwähnt lassen, dass es sich dabei um kompliziertes, teures Spezialequipment handelt, wie man der GSM-Konsortium nachher braucht, um das abzuhören. Ne? Ja, machen wir bei 300 weiter. Oh, jetzt hast du die Chance. Also ich glaube, du musst alles nehmen. Ja, nehme ich mal alles. Dann nimmst du mal alles. Oder mehr davon. Ich hab mal die. Eine viel Auswahl gibt es ja nicht. Was ist die ARM-Architektur? 50-50 Chance, das war böse. War falsch. Falsch. Ja. Du hättest auch noch mal gedurft. Was ist die MIPS-CPU? Ja. Wir haben wen falsch geschrieben? Da stand Stan DeFord. Ja gut, dann ist die richtige Antwort natürlich gar keine, weil in Stan DeFord nichts entwickelt wurde. Tut mir leid, Andreas. Stanford, wo kommt denn Stanford? Und wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr den Hennessy Patterson lesen. Gefälligst. Ja, dann such dir doch mal noch jetzt mach mal hier das Board blau. Was ist denn noch hübsch und symmetrisch? Also immer. Also was ich nee, das war's. Mehr Reihen kannst du nicht mehr hinkriegen. Aber also was ich nett von. Ich nehme Plastikdings für 400. Plastikdings für 400? Für 500 gibt's gar nicht. 400? Für 400. Ja, für 400. 2M, der Terrorist weiß was. Was ist ein Telefon, was bei einem holländischen SIP-Anbieter irgendwie nicht funktioniert hat? Deswegen hat er es ganz billig bei Polyn verkauft und alle möglichen Leute haben es gekauft und geroutet und benutzen es jetzt als SIP-Telefon. Ganz genau, sehr schön. Ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein grünes Feld und dann hätten wir alle einmal durch. Ja, es fehlt die Porno-Kategorie. Die Porno-Kategorie fehlt natürlich, ja. Vielleicht hilft dir ja dann das 27C3 für 300 weiter. Das kommt natürlich davon, wenn man sich hochgesurft hat. Ja, 300. Oh. Noch eine Chance. Ja, ich riskiere, letzter zu werden und nehme natürlich 600. Na? Das bezieht sich auf die... Quasi das von Chaos vorgestern in CCC Eröffnungstalk. Ich krieg nicht mal ganz die Frage auf die Reihe, weil... ja. danke. Natürlich. Was hat Rob über das Chaos gesagt? Warum ist Chaos... Da ich leider noch geschlafen, als er das gesagt hat. Ja, aber es gibt doch Stream-Recordings. Ja, ich weiß. Hast du schon gedrückt, ne? Weiß irgendjemand, was wir damit meinen? Ich hab Double Jeopardy. Ach so, verstehe. Also ich muss wirklich sagen, man muss es, glaube ich, gehört haben, damit man überhaupt die Frage stellen kann. Und ich habe SEC auch gesagt, auch wenn man gehört hat, weil alle noch so müde sind, das keiner mehr erinnert, aber... Es ist nicht so, dass es nicht in... Ist das der Laptop? Was ist der Strom-Alles-Sound des ThinkPads? Nein, das ist irgendein anderer.
Was ist das Geräusch, wenn ein ThinkPad hungrig ist? Richtig! Hier. Also ich rate jetzt einfach irgendwas, was ist... Ich würde dir erlauben, den Fefe-Joker einzusetzen. Der aber auch nicht aufgepasst hat. Den würde ich natürlich nehmen, wenn ich ihn kriege. Aber er weiß es ja nicht. Den Q-Joker, selbstverständlich, wir hatten noch nie den Q-Joker. Was hat Rob in der Eröffnungsveranstaltung über das Chaos gesagt? Ich habe die nicht gehört. Das Chaos steht für Cannabis. Eine interessante Interpretation von Q. Da hast du jetzt aber auf Stereotypen, ja, der Holländer wird schon gesagt haben, Cannabis. Wollen wir mal einen Publikumsjoker geben? Nö. Dann weiß es denn jemand? Oder magst du noch irgendwas sagen? Da hat jemand aufgepasst. Der IRC-Joker. Wo war denn die IRC-Joker-Frage? Hatten wir die überhaupt? Kommt die noch? Egal. Also, gut, ich gebe die Frage weiter. Er gibt die Frage weiter, er sagt falsch. Alle noch geschlafen. Ich habe es ja jetzt schon zweimal aus dem Publikum gehört. Ja, das Publikum sagt... Das Publikum sagt, ich habe nur aus technischen Gründen gedrückt. Das ist falsch. Das sieht so verloren aus. Was machst du? Lila Fisch ist überfordert. Keiner hat gehört. Wir sagen hier. Du bist drei, oder? Dass das Chaos verhindert wird. Ja, das Beherrschen des Chaos. Amitastatur ist drei Hash. Genau. Das, die Kontrolle des Chaos. You failed. Wir sehen gerade die Kontrolle des Chaos. Guck mal da drauf. You broke it. Sek beherrscht das Chaos. Das kommt. Haben wir jetzt davon, schon die Lösung Neues gehört? An die Tastatur setzt? Was hat sie denn gedrückt? Ups hat sie gedrückt. Alles Goops. Wenn man Ups drückt, stürzt es ab. Guter Knopf. Wir können das nur noch Kill-9ern. Ja, ich weiß. Das ist ein Feature, du Idiot. Also, mir fällt jetzt zu der Frage ein längerer Vortrag zu der aniristischen Illusion ein und der Weltnehmung des, der Wahrnehmung des Chaos und des Zufalls da draußen in Kategorien. Aber also, ich würde sagen... Also ich muss gestehen, ich kann es nicht als Frage formulieren. Weniger Whisky für Andreas. Also während wir hier die Show machen, nutze ich die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass wir diese schönen Lötkits unten im Lötbastelraum kaufen kann. Geht los mit einfachen Sachen Arduino, die man sich in wenigen Minuten löten kann, eben bis zu diesem schönen Blinkboard. Sind noch Kits unten verfügbar, wer morgen noch löten möchte. Man muss auch nicht nur diese Rickroll-Animation abspielen, die keiner erkennt. Oh. Ich möchte übrigens mal Anerkennung dafür, dass dieser ganze Scheiß die ganze Zeit vor sich hin crasht, aber der Game State nicht verloren geht. Ja. Applaus! Danke, dass es einer anerkennt. Der Game State. Fast. Ah, die Punkte stimmen. Du hättest es nicht beschreien sollen. Die Punkte stimmen. Die Punkte stimmen, ja. Das ich weiß nicht, was ihr habt. Die Punkte stimmen natürlich nicht. Hatte Andreas nicht minus 3.900? Komm näher. Ja, wo waren wir denn? Der GameState. Ich habe immer noch nicht die Frage zu meiner Antwort gehört, die ich da gelesen habe. Ach, das stimmt, wir waren bei der Frage des Chaos. Aber die hat keiner beantwortet, oder? Das war 400. Ja, nee, ich glaube, das muss ich verloren haben bei der 3. Ja. Achso, ja, aber ich habe. Wollen wir sie nochmal? Ja, das passt doch, oder?
Du hast ein Zitat. Ja. Martel liest uns das Originalzitat. Nö, das passt doch, weil das hatte vorhin 400. Ist das so, das Zitat ist, we may not cause chaos, but we do understand some small part of how chaos works and we have been able to help others deal with it better. As this world becomes more chaotic and ad hoc, we can help. Genau. Das hätte ich bitte gerne als Frage gehört. Was wir eigentlich nur wollten, war, dass er von Sprach hat, das Chaos eben kontrolliert und beherrscht. Ja, wir haben die nächste Frage. Ich würde sagen, der Zufall wählt 2M. Such dir noch was aus. Ja, ich nehme die 400. Ich gebe zu, die Chancen, Andreas noch einzuholen, sind nicht so hoch. Andreas. Was ist die bemerkenswerte Zahl, die bereits in deiner Antwort vorkam, nämlich 4? Richtig, was ist die bemerkenswerte Zahl 4? Oder welche spezielle Eigenschaft hat 4 in Bezug auf Siemens Schrott? Dann nehme ich jetzt die 500, ne? Ja. Ich stehe im Weg, das tut mir leid. Ach, im Weg vom Dings hier, ja. Die 500, der stehe ich nicht im Weg. Sie kommt unaufhaltsam. Du sollst nicht raten. Die Hände auf den Buzzern für die 500-Frage von... Für all die Leute, die vorgestern in der Gameshow waren. 2M. Also beim IRC-Joker kam bemerkenswert oft Penis vor, deswegen nehme ich Penis. War das eine Frage? Was ist ein Penis? An dieser Stelle möchte ich sagen, es ist bedauerlich, dass Hacker sowas noch fragen müssen. Aber es zeigt einfach, wie technikfixiert wir offenbar alle sind. Ja, richtig. Was ist ein Penis? Andrea. Du darfst dir einen etwas aussuchen. Ja, du darfst dir einen Preis aussuchen. Willst du den nicht mit Geld zu bezahlenden Ticket für den Kongress? Oder lieber wenn du Lust auf Löten hast, dann kannst du wählen zwischen der 2-Stunden-Löt-Variante, der 5-Minuten- und der 20-Minuten-Variante. Oder dem Wau-Holland-Stiftungs-Shirt, was du in allen Größen umtauschen kannst. Ich nehme die 5-Minuten. Okay. Ja. Du bist natürlich, wie alle Empfänger von diesen Kits, herzlich willkommen, alternativ auch unten im Lötler, im Hardware-Bastelraum zu löten. Wer ist denn Zweiter? Wir haben noch... sofort. Tixif. Wo ist denn Tixif hingeraten? Sticker. Moment. Hier gibt's noch Sticker. Ja, Sticker. So, was? Ja, wo ist denn das zweite Teil? Sticker. Frei mitgenommen. Sticker. Sticker. Ja, wo ist denn Tixif hingerannt? Hey, kümmere dich mal um die Preise. Du nimmst alle Preise mit, eben, stellst dich da vorne hin. Was ist da denn das? Noch mehr Sticker. Okay. Noch mehr Sticker. Ein Kongressticket meinst du? Aber nicht, dass die alle im Mediamarkt landen. Oder im McDonalds. Ja. Ein Trostpreis für dich. Ja, sind hier noch Trostpreise. Ich hätte gerne das Band. Das Band? Du hättest gerne das Band. Ups, jetzt ist es runtergefallen. Ist gerade reingefallen. Hast du noch viel reinzuschmuggeln damit? Okay. Ah, dann ist gut. Das müsst ihr euch selber drum kümmern.